Ey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz sagen, ich habe jetzt einen Zweitkanal und baue den gerade auf, nennt sich Eddie Uncut. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch supportet und den Kanal abonniert. Und ja, schaut einfach mal rein. Jetzt geht's los mit dem Video. Hier findet ihr den Kanal, da irgendwo hier. Viel Spaß mit dem Video jetzt. Leute, es geht weiter. Ihr hört es schon am Sound im Hintergrund mit Elden Ring Seamless Co-op, aber heute im Randomizer. Und ich bin froh, dass Jack wieder an meiner Seite ist. Jack FromSoft, hi mein Lieber. Wunderschönen, wunderschöner. Erklär doch mal ganz kurz, was kann heute beim Randomizer alles passieren? Genau, jeder Boss und jedes Item ist random. Das heißt, wir können, wenn wir Glück haben, direkt zu Beginn Malikevs Black Blade zum Beispiel bekommen. Eine Waffe, was du eigentlich erst im Endgame kriegst. Wir könnten aber auch Pech haben und Malenia direkt als ersten Boss haben. Richtig, wir könnten Pech haben und Malenia ist in der Magit Arena und wir werden ein riesengroßes Problem haben und müssen looten, bis dass wir stärker werden, dass wir überhaupt eine Chance haben. Randomizer ist geben und nehmen. Du kannst entweder super Fürstenrunen kriegen zu Beginn oder mit die krassesten Bosse halt richtig auf die Pappen kriegen. Das ist halt wirklich, wie es der Name schon sagt, random und drum ist es einfach total witzig und spannend da. Du erlebst einfach Elden Ring als irgendwie komplett neu so, ne? Also ich bin sehr, sehr gespannt. Mache ich jetzt New Game oder Continue oder was mache ich? New Game, New Game. Wir fangen von vorne an. Und dann machen wir das wieder so, dass ich das Item nutze? Genau. Ede, ich habe eine Starterklasse gewählt, weil das ist ja alles random. Die Starterklassen sind alle random. Eine Starterklasse habe ich dazu gewählt, die was ein Parry-Shield drinnen hat. Die kannst du nehmen, wann du willst. Weil ansonsten, ich glaube, der Prisoner hat, glaube ich, das Parry-Shield. Du musst ihn aber nicht nehmen, ne? Du kannst ihn mal, aber. Moment, die Startklassen haben jetzt auch komplett random Equipment. Alles random. Also, es könnte sein, dass ich eine mega krasse Startwaffe habe, aber es könnte auch sein, dass. Absolut krasse Startwaffe, ja. Und die Werte sind auch random? Ja, die siehst du rechts, ja. Das sind random. Die sehe ich nicht. Achso, muss ich mir hier anziehen. Achso, die sind auch. Du hast jetzt also, den. Also, schau mal. Ich schau mal, was ich nehme. Also. Aha, okay. Dann nehme ich irgendwas Ausgeglichenes vielleicht. Oder was? Ich nehme hier den Vagabund. Also, nimmst du nicht Parry Shield? Nö, ich finde schon eins schnell. Hoffe ich. Okay, das ist halt beim Randomizer, das kann ein Pharaoh Masula erst liegen. Ne? Also das ist das Problem. Der Buckler, das kann sein, dass er im Schneegebiet liegt jetzt zum Beispiel. Aber okay, passt, ja. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Dann nehme ich den Prisoner, weil der hat, dann nehme ich das zumindest, den Faustschild. So, Keepsake machen wir aber. So, oder das ist auch schon, das ist ja auch schon. Gibt es neue Geschenke, ne? Neue Geschenke. Sind die bei dir auch random? Ich habe hier schon Millicents Prothese. Ja, Millicents Prothese, mega. Silberner Karabios ist auch dabei. Das ist natürlich auch mega, da kriegst du mehr Runen. Nein, mehr Drop Rate. Aber Millicents Prothese ist halt schon Wahnsinn, ne? Das nehme ich doch direkt. Nehme ich auch, Brudi. Klar. Oh, hier sehe ich schon, was ich habe, glaube ich. Als Waffe. Zwei lange Kerzen. Ja, willst du das wirklich? Eddie, willst du wirklich jetzt zwei lange Kerzen? Nee, da kann ich ja auch wieder zurückgehen. Nimm da was anderes, lieber. Wenn ich den jetzt nochmal mache, hat er. Ach so, der hat. Aber das ist ja fast schon Cheaten, wenn ich jetzt hier so lange den Charakter erstelle, bis der was hat, was mir gefällt, oder? Nein, das geht nicht. Diese Charaktere sind jetzt immer gleich, ne? Also der Vagabund hat zum Beispiel eine Keule. Der Krieger hat eben die zwei Kerzen oder was das ist. Der Held hat diese Steinkeule. So, dann hatte ich eben den Krieger, deshalb, okay. Also ich habe den Propheten genommen, der hat eine relativ starke Waffe. Das ist dieser Mönchflegel und hat den Faustschild dabei zum Parieren. Ja? Ich guck mal gerade durch, was die alle so haben. Schau, lass der Zeit, Ede. Wir haben Eis-Ding, okay. Ah, Mage. Hey Janni, grüß dich, grüß euch an meinen Chat. Wunderschönen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr super Lieben. Ah, Crystal Axe. Nee, Bogen brauche ich nicht. Den hast du, den Prisoner. Nee,
Doch, den hast du. Ich bin Prisoner genommen, ja. Der hat bei mir aber Zauberkram. Ja, der hat Zauberkram und ein Faustschild auch dabei. Schattenköder hat der, was immer das ist. Aha, okay. Okay, der Ratch ist immer noch scheiße. Ja gut, die haben aber alle keine absolut krassen Sachen. Was richtig geil wäre, Eddie, wenn du einen Charakter mit einer Blutwaffe nimmst, weil dann kommt man mit Drachen killen, ne? Aber ich habe... Oder wir finden, wir werden schon eine Blutwaffe finden. Ich weiß nicht, welcher hier eine Blutwaffe hat. Dieser Dagger wieder, aber den hast du ja letztens schon gehabt. Ach, da sieht man ja auch unten das Equipment, hätte ich das erst. Ja, genau. Gerald Wunderschönen, Sugar Lee, Mario, Thomas, Vanessa, Joe Frosty, grüß euch. Den Prophet hast du, oder? Ich bin Prophet. Mit dem Schild. Nee, du hast gesagt den Prisoner, aber du hast den Prophet. Das ist für mich das Gleiche, weil ich nicht gut Englisch kann. Achso, okay. Nee, das sind zwei verschiedene. Was ist denn mit ihm hier? Der sieht aus, als ob auf Strength. Ich nehme den hier. Welchen nimmst? Das ist der Hero, der Held. Das ist geil, der hat viel Stärke. Der hat viel Stärke zu Beginn, der Held. So, hier kommt die Frage im Chat, wo kriegt man denn diesen Randomizer eigentlich her? Von Nexus Mods, ne? Der ist relativ leicht zum Installieren. Nexus Mods ist eine gratis Seite. Da kannst du gratis diesen Randomizer runterladen und da ist auch eine Installationsanleitung dabei. Relativ easy. Okay. Aber nur PC, nicht Konsole. So, jetzt rufe ich. Kann ich dich hier schon reinrufen jetzt? Ja, in einem jetzt. Wir spielen wieder in deiner Welt, oder Eddie? Ja, oder? Das hat auch gut geklappt das letzte Mal. Hat gut geklappt. Du nimmst großartiger kleiner Topf, ein ästhetischer Name, und ich nehme Malenias Abbild. Okay, hab benutzt. Okay. Oh, yes, indeed. Ich komme. Das heißt, hier der Tutorial-Boss könnte jetzt auch schon was anderes sein? Der ist schon was anderes. Ach du Scheiße. Oh, du hast einfach die Baumrüstung. Und du hast eine gute Klasse. Das ist die Steinkeule, die ist stark. Und die macht sogar Blut, glaube ich, Eddie. Ich glaube, die macht sogar Blut, die Steinkeule. Nee. Aber du bist ein bisschen bescheuert, schaust schon aus, muss man auch sagen. Die macht kein Blut. Ja, macht kein Blut, okay. Macht kein Blut. Aber. Ja. Mein Schild kann dafür auch parryen. Yes, Eddie. Auf geht's in das lustige Randomizer-Abend. Wir werden so auf die Goschen kriegen. Also warte mal, ich muss mal hier die Einstellung. Mein HUD ist gar nicht zu sehen. Das habe ich fürs letzte Mal für das schöne Endbild ausgestellt. Ah, okay. Weißt du noch, da haben wir doch so schön am Felsen gesessen. Ja, das war ein wunderschöner Moment auf jeden Fall. Mhm. Freunde, kurze Frage, ist der Ton für euch in Ordnung? Könnt ihr den Eddie gut hören? Könnt ihr mich gut hören? Und könnt ihr vor allem Elden Ring gut hören? Ist das für euch super oder soll ich mir irgendwas leiser oder lauter machen? Oder Eddie ist schon motiviert? Ich bin richtig heiß. Und in jeder Kiste kann jetzt auch was anderes sein. Alles random. Alles. Jeder Händler ist wichtig, Eddie. Jedes Grab müssen wir absuchen. Das sind super Items. Tom passt, danke, Freunde. Okay. Wir kriegen aufs Maul. Wer ist es? Das Duo. Hä? Das löwenartige Scheißerl. Die können doch nix. Die können doch nix. Schau, wie viel Damage wir machen, Eddie. Okay, wir machen gar keinen Damage. Ja, das ist halt so toll, Boss, ne? Du nimmst den Trottel und ich nehme den Trottel. Jawohl, wir schaffen das. Wer erster fertig ist, hat gewonnen. Du hast Blutschaden. Hab ich doch? Ja. Aber da steht nichts auf der Waffe drauf mit Blutschaden. Doch, Eli, wir schaffen den.
Alter, das wäre schon mal ästhetisch, Eddie, wenn wir die bekommen. Also meiner kann nicht besonders viel, muss ich gestehen. Ja, meiner leider hat viel Leben. Also meiner ist gleich weg. Stark, stark, Eddie, stark, stark. Soll ich dir helfen? Wir sind kommst gern, ja. Wir sind Legenden, Eddie, wir sind Legenden. Wir sind die Legenden. Hau drauf, hau drauf! Yes! Oh, oh. Hab ich noch gar nichts zum Heilen? Ich hab gar keine Estus. Nein, das gibt's erst danach. Genau. Oh. Ja, also wir dürfen jetzt nicht mehr getroffen werden. Das ist korrekt. Ich geh mal ein bisschen auf Abstand und gucken, was ich noch in den Items habe. Die Musik ist schon mal richtig geil, ja. Da. Okay, warte. Habe ich hier irgendwas, was das Joints ist? Hast du irgendeinen Glücksgegenstände? Ich habe gar nichts. Wirklich. Ja, die haben so viel Leben. Es war so majestätisch, wenn wir die besiegen, Eddie. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt mit einzugreifen, weil ein Schlag und dann war's das. Drittel habt ihr. Ich kann ihn nicht so gut wie du. Der hat mich. Es geht um wann wir sterben, auch wurscht. Oh. Ja. Okay. Passt schon, kein Problem. Ach man, es tut mir leid, aber ich wollte auch nicht einfach jetzt nur eine halbe Stunde rumgucken. Nein, Eddie, wir spielen alles gemeinsam. Scheiß drauf. Und wenn wir sterben, sterben wir. Ja. Yes. Das war ja nur der scheiß Tutorial-Boss, man. Der bringt 2000 aber wer weiß, was er für Items gebracht hätte. Ja, der hätte zum Beispiel jetzt eine richtig fette Fürstenrune droppen können schon, ne? Wir werden es nie herausfinden. Oh nein. Okay, hier sind die Tasks. Wollen wir hier den... Der Tutorial-Boss, ist der eventuell auch random? Ist random, wir können gerne runterschauen. Dann checken wir uns den ab, oder? Ja, aber warte, Eddie, ich bin noch nicht bei dir. Ja, ich habe dich doch gerade gesehen. Aber irgendwie steckt bei mir gerade das Game. Das ist wieder das Problem wie letztens, dass wir uns draußen erst treffen sollten eigentlich. Lass doch mal Leute reinjoinen, geht ja relativ flott. Okay, ich kann das Bonfire auch gerade nicht benutzen hier. Ja, bei mir ist Spiel abgestürzt, ich starte nochmal neu rein. Wir treffen uns draußen, Eddie. Aber dann können wir nicht den Boss hier drinnen machen. Doch, wir gehen zurück gemeinsam. Ja, ich bin halt schon runtergejumpt. Okay. Ja, dann gehe ich da jetzt schon mal hin. Okay, du gehst schon mal hin. Du schaust mal, wer drin ist, Eddie, okay? Schau mal, wer drin ist. Ah, hier ist schon. Ja, mal schau, wer drin ist. Oh. Das ist alles, ja. Hey, Kisko, wunderschön, ne? Du, Janni. So, der Eddie und ich haben gesagt, wir machen jetzt das Statement zu Annie the Duck, haben wir gesagt. Nein, Spaß. Nein, bloß nicht. Spaß, interessiert uns nicht. Ich sag da nichts mehr. Wir sagen gar nichts, wir spielen Elden Ring. Oh, hier sind schon heftige Gegner auf jeden Fall. Unten, ja klar, da geht ein Runenbären unten sein, Eddie. Ja. Na? Wir werden gebumst werden. Hier sind die dummen Kakerlaken sind hier nämlich. Okay, komm jetzt, okay. Hey, Skywalker, wunderschön, ne? Aber die Seelen, die droppen, wie ist das? Sind die auch random oder sind die gemäß dem, was sie normalerweise richtig haben, oder wie? Ich hab das so eingestellt, Eddie, dass die Seelen angepasst sind. Na? Je schwerer der Boss, desto mehr Belohnung kriegen wir auch. Ich bin hinter dir. Jo. Da ist eine Schnecke da oben. Feuerschnecke. Oh, das ist gleich ein Arschgesicht da. Alter, was für ein Wichskind. Oh, kein Problem. Easy. Wenn wir OP sind. Oh Gott, du Scheiße, was ist denn das? Oh, Scheiße, das ist ein Vogel. Okay, das können wir vergessen. Lauf. Wir laufen. Ach du Scheiße. Randomizer, hab ich so oft gelaufen. Oh, du hängst. Na? Ne? Ich bin vorn. Okay, bei mir hast du gerade gehangen. Mhm. Oh. Ah, da. Hä? Bist du das? Nee. Die Gegner machen nix. Ah, die Gegner machen was?
Wo bist du denn? Ganz vorn. Ich glaube, ja, okay, bei mir ist, glaube ich, das Spiel ab. Also, ich kann noch laufen, aber die. Die reagieren doch! Okay, Eddie, ich bin raus. Okay, hier. Oh, ich bin raus. Ja, der Hund. Stimmt, Vanessa, sehr nett von ihm. Welcher Boss ist drin, Eddie? Ich bin noch auf dem Weg. Ich bin erstmal hier an einem vorbeigelaufen. Ich guck, welcher Boss es ist. Hey, ich sehe deine Leiche. Godskin Apostel. Godskin Apostel. Ja. Ist schon relativ hart, gell? Ja. Wollen wir zuerst woanders hingehen und uns ein bisschen stärker machen? Ich bin tot. Das ist eigentlich die Antwort auf meine Frage. Wir können auf jeden Fall. Ja, gehen wir woanders hin. Aber Moment, wir kommen da nicht mehr raus jetzt. Doch, ich gehe jetzt einfach raus zuerst zum ersten Leuchtfeuer. Und du musst zu Friedhof der Gestrandeten, ich gehe raus. Und dann können wir uns connecten, Eddie. Nee, ich komme aus der Höhle nicht mehr raus. Du kannst ich bin ja unten. Wie denn? Du kannst die Karte. Hast du das Leuchtfeuer aktiviert? Friedhof der Gestrandeten? Ja. Okay, doch. Dahin reisen einfach. Ich dachte schon, ich kann jetzt nicht mehr raus, wenn ich. Na, das wäre furchtbar. Geile Items gleich zu Beginn, Eddie, da. Ich hatte es aber gar nicht aktiviert, komisch. Vielleicht hast geile Rüstung gleich. Ash of War Determination und Zamor Armor. Das ist eine der krassesten. Ja, und die Ash of War ist auch sehr gut. Aber die ist natürlich trotzdem schlechter als meine. Deine ist wirklich gut, die vom Baumwächter. Ja, ist natürlich auch schwer, ne? Aber egal. Noch geht's. Gott, okay, scheiße. Und dann können wir vergessen, den Boss. Warte, den brauchen wir jetzt noch gar nicht probieren. Ist das der Jack Fromsoft, der gesagt hat, wir sind legendär? Ja, hast den Boss gesehen? Ich fahr noch mit dem Aufzug, Moment. Ja, dann wirst du es gleich in 30 Sekunden zurücknehmen, Eddie. Okay, warte. Irgendwie surreal, den Eddie hier zu hören. Hey, für mich ist das surreal. Ich sag's immer dazu, der Eddie, es ist für mich krass, dass ich mit Eddie zocken kann. Es ist einfach für mich, Eddie, Demon's Souls, Souls-Legende. Ist einfach so. So nehme ich. Ich sag's gern dazu immer wieder. Freunde, merkt sich das, schreibt sich das hinter euch in den Löffel. Eddie, Bruger und Klumort, die drei Souls-Pioniere von Deutschland, Österreich, Schweiz, die haben das groß gemacht damals. Ist einfach so. Souls war damals einfach noch nicht so Mainstream wie heute, ne? Und ihr habt es gespürt. Ich hole dich jetzt erstmal in die Welt rein. Yes. Eddie, die Giga-Legende. Ich sehe jetzt den Gegner und ich glaube, wir müssen erstmal wann das anderes machen. Ah, okay. So, okay. Du musst diesen Topf nehmen, Eddie. Hab ich doch. Keine Sitzung gefunden, steht bei mir. Tiny Great Pot. Ah, jetzt geht's. Fehlgeschlagen, Zeitüberschreitung bei der Suchanfrage. Nochmal. Fehlgeschlagen. Ist das Nummer, glaube ich. Warte, ich setze mir mal hin ans Leuchtfeuer. Keine Sitzung gefunden. Hier steht gerade Steam timed out by Eddie. Vielleicht muss er den mal mit Steam was haben. Steam? Oder? Was steht okay, ich gehe nochmal aus dem Spiel raus, ja? Mach ruhig Return to Desktop, dann startet man Steam neu. Steam hat keine Probleme, okay, scheint Steam tatsächlich zu sein. Okay, ich hab Steam nochmal, ich mach mal hier komplett. Machen die wieder einen Sale oder was? Ja, Schuggel ist ja komisch aus, lange Unterhosen. Aber sehr luftiges Oberteil, das hätte ich auch gern. Okay, im Chat sagen auch welche, dass sie aus Steam rausgeflogen sind. Ah, echt? Natürlich sehr ungünstiges Timing. Sehr gut, ja. Dann startet man Steam neu, Eddie. Eri Skywalker. Also komplett neu. Eddie war schon bei Game One Cool von Thomas. Eddie hat wie Jack nichts in Technik geskillt. Was soll denn das schon wieder hassen? Ich habe in einigen Bereichen nichts geskillt. Hey, JJ, moin.
Ich habe alles in Bescheidenheit geskillt. So, muss ich denn hier in Steam aber gar nichts machen, ne? Nur Steam aufmachen und dann über den Ordner da wieder, okay. Genau, ja. Ein Raid, ein Raid. Ich genieße das einfach gerade, Freunde. Ich genieße es, danke für den Raid. Dass der Eddie technische Probleme hat. Ich sag's ganz ehrlich, wenn normal hab, immer ich technische Probleme, Eddie, immer. Ich hab immer technische Probleme. Immer. Und ich hab schon Nikola. Ja, ich hab kein Nikola und hab die Probleme, ne? Jetzt weiß, wo er die ganze Mach ich jetzt kommt. Continue oder New Game? Mach ruhig Continue. So. Jetzt benutze ich nochmal den Pod, ne? Ja, Schuggel, ich fühle sie gut an. Bist du da, Jack? Ich benutze den Pod, ja? Ja, ich benutze jetzt Malenias Abbild. Fehlgeschlagen, keine Sitzung gefunden. Mach nochmal jetzt. Jetzt ist er offen. Mhm. Oh, ich habe gerade gegessen. Yes, jetzt geht's, Magen, was hast du, Eddie? Ich habe vorhin gegessen und seitdem liegt mir das Essen irgendwie so im Magen. Oh, oje, oje. Das, wenn du so richtig gegessen hast und dann das irgendwie wird das nicht zersetzt im Magen. Egal. Ich hoste es, ja. Ja. So, was machen wir jetzt hier? Okay, Eddie, ich würde sagen, wir schauen mal zum Händler, was uns der Schönes verkauft, oder? Ja, das ist sehr gut. Ja, wir haben zwar kein Geld, aber ja. Ihr habt 1060. Ich hab 600. Ja, das ist... Schaffen wir den Apostel zu zweit? Nee, ne? Wahrscheinlich jetzt nur nicht. So, schauen wir mal, ob der was... Vielleicht hat der schon eine geile Waffe oder so. Gesundheit. Scheiß Item. Mhm. Okay. Mhm. Das ist natürlich nice. Ja. 5 Ansa-Schmiedesteine, Eddie. Das ist schon mal richtig geil. Ja. Die kann man uns auf jeden Fall gönnen. Diesen Impact, den habe ich im Spiel, glaube ich, gar nicht gefunden. Und 3 Zwarer hat er auch noch. Und ansonsten hat er Malenia Stulpen und ein bisschen Bullshit, ja. Nichts Besonderes. Okay, ich habe nicht genug Geld, um jetzt hier schon alles zu kaufen an den Steinen, aber wissen wir schon mal, hier gibt's Upgrades. Mhm. So, holen wir uns erstmal das Pferdchen, oder? Holen wir uns das Pferdchen. Von der Waffe Blut hat, Eddie, dann kommt mir ein Drachen killen, dass wir gleich mal richtig stark sind. Weißt du, was ich komisch finde? Ja. Also es wird definitiv kein Blut angezeigt bei der Waffe. Echt? Das wundert mich, ja. Da steht nicht Blutverlust, wenn du drauf gehst, und bei Passiveffekte. Nee, nix. Ja, dann hast du ja kein Blut, dann war einfach der Gegner so schwach. Ja. Dann also, hast du kein Blut drauf, okay? Immer doch, dass diese Waffe Blut hat eigentlich, aber okay. Oh, da ist auch schon ein schwerer Gegner vor uns. Ja, das ist ein Arsch, das ist ein Malenia-Kämpfer. Mit Jumpman zu Tode, oder? Sehr gut. Oh ja. Bolzen. Said no one ever. Ja, voll. Oh Gott. Nein. Aber das Item crappen wir uns, oder? Was ist es? Eingelegter Schildkrötenhals. Ja, dann passe ich. Haben wir ihn weg oder laufen wir zum Pferd? Laufen wir zum Pferd, Eddie, oder? Du machst die Ansagen. Du musst sagen. Ja, laufen wir zum Pferd. Okay, er läuft aber im Zweifelsfall mit. Das wird wahrscheinlich passieren. Börzen, moin. Ach du Scheiße. Hier sind auch alles random Gegner. Das ist alles ja random. Alles random. Jeder Gegner, jedes Item, jeder Boss. Ja, genau, Sauerkraut. So, Pferdchen. Yes. Have you heard? They
Morgott, wunderschönen. Soll mit Melina sprechen? Okay. Jetzt habe ich sie aus. Sie hat sie. Okay, es war gerade ziemlich komisch. Ich habe sie aus Versehen weggedrückt, scheiße. Aber der Pferd hast? Nö. Ich muss nochmal mit dir labern. Ich hab's Pferdchen. Die sitzt bei mir verkehrt einfach da. Ich liebe das, wie random das alles ist. Okay. Sie reden im Busch, Jesse. So. Warum kann ich das Pferd nicht ausrüsten? Was machst du, Eddie? Was lebst du da für einen Kult aus? Ich habe keine Ahnung, ich wollte eigentlich nur das Pferd ausrüsten. Okay. Geil. Gefällt mir. Hast du es schon ausgerüstet jetzt? Ich hab's ausgerüstet. Also Eddie, ich habe jetzt 6 Wochen hintereinander jeden Tag Randomizer gestreamt, weil ich einen No-Dead-Run probiert habe. Ne? Und wenn ich eins sagen kann, ist, dass wir unbedingt die Gräber alle absuchen sollten, weil normalerweise im normalen Game liegen bei den Gräbern nur irgendwelche random Runen so und in die Randomizer liegen da halt gleich 7, 8, 9 Items nebeneinander, was alles geil sein konnte und so. Ne? Okay, ja. Da oben sind die ersten Gräber, da könnte man mal hinreiten, wenn du magst. Aber warte, wir müssen erstmal hier in die Kiste gucken, wer weiß, was hier richtig, ist. Richtig, ja. Hier kann schon was Geiles drin sein. Richtig. Und hinten eigentlich auch noch. Ja, goldene Rune 1. Goldene Rune 1, sehr stark. Mega geil. Jetzt gehen wir noch Sensors, moin. Und unten, nach unten in den Kerker müssen wir eigentlich auch gucken. Wegen einem Messer. Oder ist richtig, da... ja. Doch, ja. Müssen wir gucken. Ich weiß nicht. Achtung, der explodiert. Hey, Gemälde, danke für gar nichts, Alter. Oh Gott, ey, das fängt nicht gut an, sag ich dir gleich. Ja, das hat mir meine Community gesagt, weil gerade Vanessa schreibt, die Neugier kickt bei Eddie, dass der Eddie ein leidenschaftlicher Kunde ist in die Souls Games, ne? Ja, auf jeden Fall. Pinky, danke für die Mitgliedschaft. Ich habe noch nie einen Randomizer gespielt, das ist auf jeden Fall sehr ungewohnt. Denke ich mal. Whetstone Knife, okay. Pilz, okay. Also das nur Whetstone Knife ist doch sonst auch da, oder? Das ist nicht gerandomized, yep. Ja. So, wo jetzt? Jetzt können wir noch hochreiten, Eddie, und da sind die ersten Gräber. Genau. Oh, diese Hummer. Ich hasse die Hummer so sehr. So, wir töten ihn nicht. Nein, ich würde wirklich da durchreiten. Ah, hier ist eine Rune Arc auf jeden Fall. Ja, habe ich schon gesehen. Oh mein Gott. Ah, ich hab nur was eingestellt, Eddie, beim Randomizer. Aha. 2% Möglichkeit, dass ein Standardgegner ein Boss ist. Dass ein Standardgegner ein Boss ist, okay. Also 2%ige Wahrscheinlichkeit, dass ein Standardgegner jetzt Malenia oder sonst was ist. Das ist schon mal richtig geil, dass wir das erste Dektus-Medaillon da gefunden haben. Ja, das erspart uns vielleicht ein bisschen Weg. Genau. Oder suchen vor allem. Und da hinten sind die ersten Gräber. Und da liegt schon legendäres Item, Eddie. Da kommt man schon was richtig Fettes kriegen. Ich lasse dir die Ehre, dass du das aufheben kannst. Das ist ein Lechi. Remembrance of the Bloodlord. 30.000 geschenkt zu Beginn. 30.000 Runen. Also holen wir uns da keine Waffe oder irgendwas von. Wir können die später duplizieren. Guck mal, hier gibt es Smithing Stones. Ja. Sehr gutes Item, Eddie, zu Beginn. Okay. Aha, Smithing Stones, ja, Zauber. Schmierstein 1, sehr gut. Jetzt können wir Waffe schon auf plus 6 bringen. Wenn wir gute finden. Okay, nice. Wohin? Wir kämpfen da nur ein bisschen. So, okay.
Mittelstein 2. So, ich würde sagen, dann gehen wir da zu Bernal. Der ist nämlich auch ein Händler, der verkauft auch Dinge. Ich bin hier kurz runter zur Shack. Ach, da bist du ja. Ja, perfekt, ja. So, also ich persönlich, Eddie, ich nehme jetzt auf jeden Fall die Remembrance gleich. Ja. Und hab 30.000 Runen und kann leveln, ne? Auf was levelst du? Ich gebe mir auf jeden Fall Vitalität, ne? Also ich gehst einmal auf 25 Vitalität zu Beginn, also 24. Ihr bist alles in Vitalität gleich gehabt. Weil das ist im Randomizer das wichtigste Leben. Und dann so ab 30, wenn ich 30 Leben hab, dann gehe ich halt dann so, je nachdem welche Waffe das wir finden, Eddie, ne? Hä? Ich kann nicht confirmen. Der sagt bitte. Achso. Naja, alles gut. Mhm. Hab ich's jetzt gemacht? Oh, der hat da was Hübsches an. Kriegen wir da auch eine geile Belohnung? Hä? Ja, der verkauft was. Sein Händler. Vielleicht ist ja was für die dabei. Weil die schaut jetzt natürlich nicht so geil aus, was der hat, ehrlich gesagt. Learn Skills, okay. Firemonk Ashes, was ist denn das nochmal? Achso, das sind Summon. Wenn du bereit bist, dann haben wir ihm auf die Fressen. Warte, aber was ist mit dem Smithing Stone? Willst du den nicht kaufen? Wir kriegen sie Klangperle dann und können das jederzeit kaufen. Okay. Aber droppt er die Klangperle? Der droppt 100% seine Klangperle, ja. Okay. Und wenn der tot ist, kriegen wir auch noch mehr Items. Na, die kriegst du ein normales Set und den so einen Schläge. Der hat in zwei Hände auch, ne? Die Sau. Er haut zu. Kleiner Wichser, du Elendiger. Ey, diese Reichweite von dieser... Ey, hier ist ja, unsichtbar. Hier ist irgendeine unsichtbare Wand. Ich komme hier nicht durch. Ich bin gleich tot. Ey, wir mussten backsteppen. Ja. Ja. Ich mach halt null Damage. Ja, wir machen wenig. Hast nix mehr, Boy. Ja. Das muss ja wohl sein, oder? Ja. Haut drauf. Es tut mir leid. Was hat er gedroppt? Noch nix. Ah, Loki, wunderschönen Silvermoon. Wunderschönen. Ja, nice. Somber Smithing Stone 9. Ah, okay, bin schon wieder da. Ein Nenner. Und jetzt, Eddie, wenn wir jetzt auf Nacht stehen, kommt da der erste Boss, ne? Ja, der, ja genau. Schauen wir, wer das ist. Ja, es kann eigentlich nur leichter werden. Ja, bis jetzt ist. Ja, nee, ich meine, weil der normalerweise da erscheint, halt ein Fucker ist. Achso, das meinst du, ja, okay, ja. Ja, okay, ist leichter. Ja, ist leichter. Den können wir schaffen. Vor allem, er klemmt da drinnen. Komm der rein. Klemmt. Ah, nee, er okay, also, er ist Scheiße, intelligent. Er ist leider intelligent. Den schaffen wir, Eddie. Das wird der erste Bosskill. Ich habe noch nie mit dieser Waffe gespielt, tatsächlich. Ja, das ist immer das. Die ist langsam und hat keinen guten Schaden. Und keine gute Reichweite. Für nichts. Für nichts zu gebrauchen. Ich treffe einfach nicht. Oder ist hier irgendwas mit der Kollisionsabfrage? Na, Jumpet, ich mache immer bei dem Trott. Das ist ja so ein schlecht programmierter Boss da. Ich treffe den auch nicht. Also kannst du mal mit dem Pferd machen, ja. Oh,
Oh, Achtung, Blut, gell? Der macht mega Blutschaden. Heil dich, lieber Eddie. Heil dich, lieber. Der Boss regt mich so auf. Das ist so ein dummer Boss. Du musst das Pferdchen down kriegen von dem. Ja, er ist Pferd, dann haut's nicht ab, den Trottel. Boah, ich treff einfach nicht. Ja, denk. Ich hasse Mama. Was hält der Eddie? Oh oh. Ich hab nur noch eine Frage. Gleich, gleich. Ja, wir schaffen das schon. Watschen beim Vorbeigehen mitgeben. Ja. Aber mir oh. Auch. Scheiße. Oh oh. Weg, weg, Eddie, weg. Jetzt komm runter mal da. Mach die Visceral, wirst du? Ja. Oh, der hat viel Leben. Was ist das? Okay, das wusste ich nicht. Oh Gott, ich stirb. Ich kann nicht mehr. Das war gerade zu gut, Eddie. Sorry. Das habe ich noch nie gesehen, diese Attacke. Ja. Ah, ist das geil. Ah Gott, ich stirb. Was ist jetzt? Hey, du bist schon wieder da, Eddie. Ja, aber ich sehe den Gegner nicht. Ist ja kein Gegner. Aber wo ist er denn? Siehst du nicht? Was ist denn jetzt? Oh Gott, ich stirb. Oh, ich hab Tränen in die Augen, danke. Da schau. Da steht er. Hau drauf da, Eddie. Ich seh einfach nichts. Oh Gott, ich hasse alles. Hau drauf, ja, du triffst ihn. Ich verbrauch nicht mal Stamina, weil kein Gegner in der Nähe ist. Ich kann ewig hauen. Oh Gott, warte mal, ich krieg keine Luft mehr. Du. Aber wahrscheinlich muss ich Nacht machen. Warte mal, Eddie, ich kann nicht mehr. Alter, okay, du hast irgendwo Hände. Es ist zu gut, warte mal, Eddie. Warte, wir handeln weg jetzt. Okay, es ist ja leider weg, weil du dich hingesetzt hast. Oh Gott, war ich so gelacht. Du stehst einfach da und hast random irgendwo hin und er ist schon 10 Meter weg. Geil. Was ist jetzt? Aber jetzt ist das Bonfire aus. Ja, nein, er ist wieder respawned. Er ist respawned. Wir haben ihn leider nicht besiegt. Wir müssen noch mehr auf Nacht stellen. Ich raff gar nichts mehr, ey. Okay, ich war halt nicht. Ich war nicht bei mir war nicht mehr Nacht. Das war, glaube ich, das Problem. Ja, drum, ja, wenn wir zu lange gebraucht haben. Und jetzt müssen wir da herreisen, ja, genau. Boah. Wir müssen das jetzt hat nochmal. So gut, Okay. Ah. Das ist ja kompliziert. Okay, aber jetzt schaffen wir ihn, oder? Ja, klar. Das heißt, das ist aus meiner Sicht. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das heißt, das ist aus meiner Sicht sehen müssen. Achtung, Achtung! Ja, ich bin weg, ich bin weg. Ich sehe nichts. Was mach ich? Ich bin weg. Hä? Du stehst bei mir hier und der Gegner auch. Hä? Was geht hier vor sich? Jetzt bin ich da. Jetzt bin Teufelswerk. Okay. Teufelswerk. Okay, jetzt ist der Gegner. Er lebt. Ja, er lebt. Wir lassen den noch gar nicht ausziehen, Eddie. Der bleibt im Kursstall. Er bleibt da. Haut, ja, stagger der Media. Oh ja, oh ja. Oh, fuck. Ja, bleib herin. Ich lebe. Ist das gemein, was wir hier machen? Ich bin gleich tot. Ich bin auch gleich tot. Also die Flaschen umsortieren noch. Ja, müssen wir umsortieren, Eddie. Gib ihm ein Visceral. Backstep. Kann man den?
Mach Backstep, Benny. Ja, hat er, ich bin tot. Okay. Ich nicht, ich lebe noch. Ja, du bist auch tot. Richtig. Aber das hast du jetzt absichtlich gemacht. Nein, nein, er hat mich genau mit derselben Attacke gekillt, ne, wenn der da, der steigt wieder aufs Pferd und seine AOE-Attacke macht Damage. Aber mit dann ist die Flaschen mehr umverteilen da jetzt. Ja. Okay. Oh, ich kann nicht mehr. Okay. Hey, Frosty Baba, meine Liebe. Den schafft man schon. So, Flaschen verteilen. So, aber können wir noch irgendwas machen? Noch ein Upgrade oder so? Oh, süß können wir noch. Wir können da später herkommen, Eddie. Wir können weitergehen. Ja, aber okay. Du musst sagen. Okay, okay. Dann machen wir jetzt folgendes: Wir stellen jetzt auf Nacht. Und da hinten ist gleich der nächste Boss. Können wir schauen, wer das ist? Mhm. Okay, das wird nichts. Ja, das ist ein Drachen. Den können wir Ah, das ist der Todesvogel, ist da oben, okay. Eddie, das Item, das ist ganz was Feines, was da liegt. Oh, ein Zweihänder meinst du? Ja, ist richtig, ja, richtig nice, ja. Ein Elden Ring. Den werde ich spielen auf jeden Fall. Was Alter, brauche ich dafür? Überall Step? Harte Gegner. Nennst du Stärke, ja, brauche ich nennst Stärke. Ja, die Gegner sind hart, ja. Ja, wir können nochmal, Eddie, wenn du willst, einfach mal eine Runde reiten und ein paar Items sammeln. Aber wenn wir jetzt einen Zweier haben, können wir den auch einfach wegmachen, oder? Ich kann ihn nur nicht führen, aber wir können den Todesvogel können wir da wegmachen, das ist auch ein Boss. Schaffen wir den? Ich warte mal auf die Sprungattacken und gehe dann auf seinen Kopf eigentlich, ja. Obwohl das so viel los. Ja, auf die. Auf aber die hier ist auch noch ein Drache, ne? Ja, das ist gefährlich, ja. Der sollte sich nicht einmischen. Lass den mal hier am besten ein bisschen weglocken. Okay. Ich hab nur ein bisschen Schiss vor dem Drachen da hinten. Ach komm. Ich warte mal im Sprungangriff. Ja, wir brauchen mehr Leben. Also wir brauchen mehr. Wir müssen eigentlich ein bisschen ein Setup machen, Eddie. Was auf dem warte ich und dann hau ich Arme drauf. Auf seinen Kopf. Ich hab Fat Roll. Sprungattacken oder aufgeladene haben bei die Vögel sehr gut. Weil dann kriegen wir uns. Ja, sehr schön den Kopf getroffen. Er geht raus. Mach. Ja, mach. Yes, nice, nice. Starker Damage beim Kopf. Hält die, Eddie, hält die. Oh ja. Hält die. Oh. Die Bossmusik ist so gut. Ja. Nicht getroffen, was? Okay, komm, jetzt bricht zusammen. Hält die. Ja. Warte, geh hin. Oder geh. Ja, passt schon, scheiß drauf. Hast du eine Heilung, Eddie? Ne. Okay, ich muss Abstand nehmen, du musst ihn machen. Der hat keine Fernattacke, oder? Schaffst du ihn? Ja, ja. Ich warte nur auf seinen. Auf den da warte immer. Und dann am Kopf. Dann schaffen wir. Hast du irgendwas Fernkampfmäßiges? Nee. Okay, ich warte immer auf seinen Sprung, auf den. Und dann hau ich drauf. Auf den Kopf. So mache ich die Todesvögel immer.
kann einfach auch nicht stillen. Ich kotze. Oh, oh. Egal, egal, ich mach'n. Wir kriegen die Belohnung, Eddie. Wir kriegen beide die Belohnung. Das ist die okay. Er ist tot. Jetzt musst du nur deine Ruhe. Die Rune musst du holen, Eddie, und dann kriegst du auch die Belohnung. Die kommen zum Leuchtfeuer. Es gab majestätisches Magiefett. Toll. Aber 10.000 Runen hat er gegeben. Ja. Warte, ich komme jetzt zum Leuchtfeuer, Eddie. Und dann kannst du die Runen holen. Das ist ein Zauberer, Vanessa, ja. Hast du gesehen? Muss ich irgendwas machen? Moment. Hütte des Kriegs, genau, Hütte des Kriegsmeisters musst du reisen, Eddie. Ich kann nicht. Du kannst nicht? Nee. Okay, dann muss ich wahrscheinlich. Fehlgeschlagen. Okay. Warte mal. Also, ich kann gar kein Menü aufrufen, tatsächlich. Echt? Okay, dann muss man es leicht versetzen. Seltsam eigentlich, weil bei mir steht, dass eine Abstimmung fehlt, ne? So, jetzt sitzt sie wieder da. Rot increased. Jetzt müsste es wieder da sein. Jetzt habe ich einen Ladescreen. Mhm. Also es ist wirklich alles jetzt random, auch die Bugs. Ja, ja, voll. So, jetzt bin ich wieder da. Okay, aber jetzt habe ich nur 2000 Seelen. Ja, weißt du, deine Seelen, du verloren hast, die holen wir jetzt. Ach so. Das wäre cool, Nils, wenn es das auf der PS5 gibt, ja. Ja. Und auch aber als leider offizielle Mod wäre das geil, einfach. Ja, Lords of the Fallen hat das gedroppt jetzt, gell? Ja, aber sowas so macht FromSoft never. Ja. Wie viele Runen hast du, Eddie? Wo sind sie denn? Ach da. Ich weiß nicht, wo. Hä? Da steht direkt der Typ, das habe ich nicht gesehen. Okay, 12.000, ja, nice. Ja, sehr geil, sehr geil. Ja, das schaut sich aus, dass die Minibosse ja mitmachst, wie die droppen mit gute Runen, gell? Mhm. Ja, wir können auch direkt noch am Anfang im Startgebiet haben wir ja auch noch Höhlen, die wir machen können. Ja, wir konnten jetzt einmal, wenn wir da nach hinten reiten, hätten wir einen nächsten Boss, da können wir sie mal schauen. Und der Händler ist da hinten, Eddie. Hast du schon gelevelt? Ich hab gelevelt, ja. Ich hab in Stärke jetzt gelevelt ein bisschen. Okay. Genau. Mich würde wirklich die Meinung von Eddie zu der 3-Döner-am-Tag-Thematik interessieren. Da muss ich dir kurz einweihen, Eddie. Drei Döner am Tag. Ja, wir haben gestern diskutiert, dass jeder Mensch hat ja seinen Kalorienbedarf. Ne? Mhm. Je nachdem, wie groß du bist und wie schwer du bist, musst du einen gewissen Kalorienbedarf am Tag essen. Ja. Und ich bin ja 1,93 groß und habe 100 Kilo. Mhm. Und mein Chat hat mir ausgerechnet, dass ich jeden Tag 3 Döner essen dürfte und ich würde trotzdem abnehmen. Und ich habe gesagt, das ist absoluter Bullshit. Wie viel, was geht die denn aus, wie viel Kalorien ein Döner hat? 500, 600? Ja. Mhm. Aber und Eddie, es ist ein Döner. Ja, es sind natürlich viele Kohlenhydrate, aber angeblich spielt das, ey, ich werde hier richtig in die Mangel genommen. Ja, bist, ja. Ja, das reibt man. Oh ja, okay. Also bist du der Meinung, dass das stimmt? Naja, angeblich sind ja wirklich nur die Kalorien entscheidend. Also das heißt, du wüsst mir es erzählen, Eddie, wenn ich jeden Tag 3 Döner friss, dass ich abnehme. Ich glaub das nicht einfach. Ich glaub das einfach nicht. Das wenn du es so formulierst, klingt's falsch. Oder? Aber die Frage ist, ich glaube halt eher, dass vorher andere Organe versagen. Ja, ja, wahrscheinlich, aber das ist für mich ein Blödsinn. Ich kann nicht jeden Tag 3 Döner essen und bin in einem Jahr komplett dünn. Das, naja, ist, das macht doch jeder Student. Ja, aber die sind auch nicht dünn. Wo bist du, Eddie? Ich habe keine Ahnung. Wo bist du? Ich bin da unten beim Leuchtfeuer. Bist du wieder da?
Ich komm, ja, du bist da. Ja, perfekt. Da redet irgendjemand. Ach, das ist der... Ist da der Alexander. Du dürftest halt dann aber auch nichts anderes außer diesen drei Dönern essen. Du dürftest nur jeden Tag drei Döner essen, ja? Und nimmst angeblich ab. Und ich sage einfach, nein, ich glaube das nicht. Und dann gehe ich jeden Tag zum Türkenbaba und hole mir drei Döner und friss mich jeden Tag voll mit Döner und nimm ab. Das kann mir keiner erzählen. Ja. Es wäre interessant, um diese These zu widerlegen, dass ein Kaloriendefizit ausreicht, um abzunehmen. Ja, ja. Der heilige Tränen, wenn wir jetzt haben um 5000. Das ist verdammt viel Geld. Aber ich krieg's zusammen die 5000. Ich kauf mir die heilige Träne, Eddie. Ein Painting. Ich muss mal gucken. Ja, genau, Thanos. Jeden Tag drei Döner und du wiegst nur mit 204 Kilo schön. Ich hol mir die auch hier. Ja, hol das, Eddie. Das ist so wichtig für den Run. 5000, das ist wert. Was ist denn das eigentlich hier für ein komischer... Ist das ein Buff oder was der zwei Hände hat für ein Special? Ich raff das gar nicht. Das ist so... Du musst L2, R2 machen, Eddie. Ah. Das ist so Überschlag. Holy Train, ja. So, da unten wäre der nächste Boss dann eigentlich. Und wir müssen wieder zum Anfang, ich muss zumindest zum Anfangs... Okay. Zu Khaled, oder wie heißt? Khaled? Die Ding holen. Mhm, passt, die, machen wir die gleich. Die Scherben holen und dann können wir schon mal ein bisschen upgraden eigentlich. Können wir machen. Schauen wir nur kurz, wer der Boss da ist. Mir würde es nur interessieren, ob wir Chance haben. Ah, da haben wir eine Chance. Das ist der Feuerriese da hinten, fuck. Das ist der Feuerriese? Jo. Also wir haben, der Boss ist der Avatar. Das ist Baumriese. Und dahinter ist der Feuerriese, weil das ein normaler Gegner ist, der was zu einem Boss geworden ist. Ja. Das ist jetzt der Problem. Ja, wir können mal die Waffe upgraden, gell, Eddie. Ja. Dann reisen wir einfach jetzt zu Kali, ne? Da Kirche von Ellie. Den Baumriesen schaffen wir nicht, ne? Den schaffen wir mit der Dreierklemmer. Am in 3er, 2 Händer, mit dann ist einfach die Waffe upgraden. Achtung! Was, hast du nicht gestimmt zum Reisen? Ja, ich war nicht schnell genug. Okay. Dann setzen wir uns da einfach her. Okay, angenehm. So, jetzt. Perfekt. So, okay. Black, ne, Kompromiss, drei Döner-Teller mit Salat. Ja, das glaube ich eher, Black, gell? Und dann wollten sie mir einreden, dass ein Döner gesünder ist als wir Bananen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kann ich mit dem nicht reden. Bist du noch da? Hier klappt doch wieder alles nicht. Klappt's nicht? Vielleicht muss ich mit Renner reden. Ich glaube, mir hat's. Ja, du musst mit Rani reden. Aber es klappt natürlich wieder nicht, ja. Ah doch, klappt. So, jetzt kaufe ich hier erstmal die Scherben. Du brauchst nur drei, Eddie. Ich hab das so eingestellt, dass du pro Upgrade braucht man nur einen Stein. Oh, okay. Das heißt, drei genügen für Waffe plus drei, ja. Kannst du da machen. Hey Jesse, danke für die 7 Monate, meine liebe Ehre. Jetzt habe ich keine Kohle zum Upgraden, warte. Warte mal. Ah, fuck, Ivan. Kannst du es verkaufen? Okay. Na, 400, reicht das nochmal für ein Level? Nee, 1200. Du kannst was verkaufen, Bärm. Irgendwas, was du nicht mehr brauchst. Ich verkaufe die Rüstung. Zum Beispiel, wer alles verkauft. Was ist die denn? Da. Achso, ich bin bei. So,
kaufen. Wo ist hier? Da krieg ich 1000. Nur. Ja. Jetzt ist er aus. Wir sehen jetzt plus 3. Ja. Und jetzt? Wir könnten jetzt im. Wenn du willst, mal schauen, wer beim Magit drinnen ist. Einfach, dass wir mit Just for Fun reinschauen, wer der erste Hauptboss ist. Oder wir reiten nochmal eine Runde und sammeln nur was ein, wie du willst, Eddie. Wir können. Achso, wir können auch hier in die Höhlen gehen, ne? Können wir auch gehen, ja, wie du magst. Lass mal hier, das geht auch schnell. Passt, dann sehen wir passt. Schnell, ob da was in die Höhlen ist. Matze. Small golden effigy, okay. Der kommt da Gott sei Dank nicht rein. So, wie schauen wir da aus? Was haben wir da für Gegner? Ach du Scheiße. Das schaut sehr schlecht aus. Laufen wir direkt zum Boss, oder? Was ist das? Das ist der Drachen. Es ist der Drachenblutsoldat. Der große? Ja, ja. Da ist der Boss drin, Eddie. Schauen wir mal, was wir haben. Oh, der Goldene, der Goldene. Der Mistbegründer. Kreuzfahrtscheusal. Den schaffen wir. Den schaffen wir, Eddie. Oh, wir machen gar keinen Schaden? Doch, aber nicht. Doch, mit Crit. Stark. Der lässt sich gut staggern, der tut, wo die Musik ist. Episch. Episch, Eddie. Oh. Alter, ist er sauer jetzt. Stark. Super schlecht. Der Zweiner ist echt ganz geil. Der ist geil in Elden Ring. Schöne Reichweite. Voll. Ja, Mann. Yes, indeed. Geil. Ja, super. Flame Press Wooden Shield. Oh. Ja, aber 4000 Seelen sind 4000 Seelen. Ich mach das halt immer so, ich mach da auf der Karte dann eine Markierung, wo wir schon drinnen waren, in welcher Höhle. Dass wir da nicht mehr reingängern. Danke, Freunde, für die GGs. Ja, wir können dann wirklich ein bisschen die Höhlen abklappern, auf jeden Fall, Eddie. Wenn du magst. Ja, ich bin, wie gesagt, bei allem dabei. Dann. Boah, der hat so viele aushält, ey. Achso, bist du draußen? Bist du rausgelaufen? Ja, raus. Okay. Wo bist du? Ich bin nur drin. Hab mir nur die Leiche von ihm angeschaut. So, okay. Das ist völlig normal, Jack. Das ist ganz normal, ja. Oh. Oh, fuck. Ganz ehrlich, Eddie, erster Eindruck, Randomizer nicht so dein, sondern schon lustig? Ja, also, so wenn man es schon durchgezockt hat und alles schon kennt, auf jeden Fall eine sehr nette Abwechslung. Mhm. Aber es kann natürlich auch echt in einer Sackgasse irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, absolut, ja. Schokali. So, da hinten haben wir Höhle auf jeden Fall. Jack, der Bruder von Dexter. Jack and Dexter, ne? Hast du das mal gespielt, Eddie? Jack and Dexter? Ja, also nicht so richtig, ehrlich gesagt. Okay, aber ich kenn's natürlich. Das früher richtig zockt. Danke, ist Jack and Dexter das, was jetzt auch auf der PlayStation 5 erschienen ist? Nein, das ist Ratchet and Clank. Ratchet and Clank, ja, okay, dann verwechsel ich. Jack and Dexter ist das mit diesen Erdmännchen.
Okay, das kommt. Legi. Nein, kein Legi. Legi sage ich immer zu einem legendären Item. Ja, okay. Oh mein Gott. Ja. Was meinst du, Nursi? In-game klingt nicht so gut. Der Sound knarrt. Das ist das, der Zweihänder, der hier alles zerstört. Klingt wie Hall. Okay. Moment. Jetzt können wir sich irgendwie schauen, was da los ist. Eddie, rede mal kurz was, bitte. Ja, servus, grüß Gott. Okay, okay, ich bin's, okay. Eddie. Hals ein bisschen. Was, das was zur noch. Hölle ist denn das? Ja, das sind die Blitze da. Die sind ganz besser. Ja. Ah, geht's wieder, okay, Vanessa, okay. Sir Edmund ist gestorben. Rest ja, in da peace. Ja, da war irgendeine Blitzkugel. Da bist du wieder, Eddie. Ja, da bin ich wieder. Du bist aber auch nicht mehr so ganz fit bei mir. Was ist da los? Wie ganz fit? Oh Gott, stimmt! Ja komm, dann gehen wir schnell ans Bonfire. Ja, oder? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich einfach nur mehr an HP hab. Weißt du, was das Zeichen was das Zeichen da bedeutet? Mit dem, bei mir oben ist der das vierte so ein ja, so ein I, ein rotes Kreuz und eine Fackel oder irgendwie was? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist, das ist eine Gnade auf jeden Fall. Aber was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich sehe nur, dass der Talisman, das was neben dem Talisman ist, dann, gell? Ja. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. So, wo ist die Kugel, wo hat's die weg gehabt? Da, gell, Achtung. Gern mehr von die Gegner da. Bleibt einfach stehen. Dann bewegt sich nicht, ja. Ja, perfekt. Schmierstein zwar. Achtung, oh, da ist schon wieder. Was ist denn das für ein. Bist gestorben, Eddie? Nee, nee, ich bin da. Achtung. ich bin aber gestorben. Es ist immer sehr schön, wenn man vorher noch Achtung sagt. Ja, ja, voll. Ich hab mir gedacht, das Feuer ist nicht mehr aktiv, aber es war sehr aktiv. Achtung, ich stirb jetzt. So, ich komm schon. Ich warte jetzt hier einfach auf dich, oder? Ich komm. Mal die Gegner leben da wieder bei mir. Ehre Skywalker. Hast du selber Blitz gesagt, Eddie? Ja, die Demo. Und? Das, ja, ganz cool. Und Eddie ist. Nee, alles gut. Hey, stark, hast du das runtergehauen? Eddie, du bringst mir's dumm. Geil, ja, okay. Goldene Rune 7, geil. So, Achtung. Hast du Pfeil und Bogen oder irgendwas? Wenn man da einen Pfeil draufschießt, dann geht ja, das automatisch. Weiß, ich hab tatsächlich. Aber ich weiß nicht, wie ich da zielen soll. Hast du was? Hat's geklappt? Oder wenn du das geschafft hast jetzt. Was heil dich lieber, Eddie, heil dich. Ich weiß nicht, wie man das treffen soll so. Und hab ich was? Ich hab auch was. So, wer trifft? Kriegt vom anderen 5 Subs. Hey, ich hab getroffen! Aber es reicht nicht. Nee, sonst wäre die Flamme ja aus. Ich riskier. Oh, ich hab nichts mehr! Weg! Ich riskier jetzt, Eddie. Scheiße! Okay, das war nicht so gut. Hey, Jürgen, wunderschön, ne? Stellar Blade war der Hammer, schreibt Epic Warrior.
Komm schon wieder. Sandbjörnchen, wunderschönen. Genau, Eddie, welches Bild spielst du eigentlich im DLC? Hast du da irgendeinen Plan? Nee, da warte ich mal ab, was, was dann sozusagen sich verändert mit den Leveln und so. Ich weiß ja noch gar nicht, was da... Okay. Bin ich noch ganz offen. Ich habe so viele, ich habe ja alle Items und fast alle Sachen. Aber du hast deinen Charakter fertig fürs DLC. Ja, ich werde den einfach meinen Main-Character weiterspielen. Okay, alles klar, alles klar. So. Ich habe schon wieder komplett... ich habe schon wieder komplett vergessen. Du stell einfach Commander Nail, ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Okay, Eddie. Es ist der Kaelid Nail. Ja, der hat nicht so viel Energie. Ja. Aber Achtung, geh weg. Oh. Ach, geschafft. Aber die anderen Typen zusammen mit den anderen Typen ist nicht so nice. Ja. Oh, Scheiße! Ja. Ich bin auch mit dasselbe passiert. Ey, wir können die hier hinlocken und dann ins Feuer. Geht das? Folgen die uns hier runter? Und der macht Dinge. Oh Gott! Ey, was ist denn jetzt passiert? Hast du mir gerade einen runtergeschickt? Ah, nee, das bist du! Es tut mir so leid, ich bin auf die Goschen. Ich kann mich auch nicht mehr heilen. Ich bin Scharlach, ja. Okay. Oh, ich auch. Okay, du. Scheiße, sorry. Ja, nee, doch nicht. Sorry. Ich hab kaum noch Energie und kann. Ah, ja, okay. Mhm. Okay, ja, wir sind tot. Wir müssen nochmal her, Eddie. Wir müssen mein Leben abschließen. Ich zweiger mich hier. Stehen die da oben an der Leiter oder was? Geh, wir machen jetzt einfach den Hebel auf, Eddie. Komm. Oh, shit. Geh hoch, Trolli! Geh! Geh vorbei jetzt! Ich kann gar nichts machen. Oh, ich konnte. Ah, du Penner, du hast mir. mir den Weg abgeschnitten, Gott. Alter. Ich kann nicht mehr, ich muss so viel lachen, ich stirb. Ich wollte runterrutschen und denke, es geht nicht. Okay. Du mieses Schwein. Gott, okay, komm her. Jetzt machen wir den. Ich muss so lachen. Er kann gar nichts machen, sagt er, bleibt verstecken. Und der Neil haut ihm in die Goschen, ist das herrlich, ich liebe es, okay. Passt, Eddie, jetzt fickt man es weg, komm. Wieso sind die denn noch alle tot? Die Gegner sind alle noch kaputt. Ich bin wieder auf dem Weg zum Bot. Okay, Aber die Gegner sind alle noch kaputt. Ja, das ist gut. Ja, aber warum? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Jack hat eh zugepackt. Okay. Die stehen ja immer noch an der Leiter. Was ist denn hier los? Was? Ja. Aber ich glaube, die reagieren nicht. Oh, Eddie, das ist unsere Chance. Das ist ja geil. Guck mal. Es ist Madame Tussauds einfach. Ne? Warte mal, komm mal hier vorbei. Wir hauen erstmal die Typen hier hinten weg. Oh, die reagieren, komm, Eddie, schnell. Sehr gut. Und jetzt können wir ihn... Warte mal! Was? Können wir ihn nicht runterkicken? Nein, komm. Mann, das wäre so lustig. Warte mal. Doch, warte mal. Probier. Warte. Nee, warte. Okay. Achso, Entschuldigung, Eddie. Achso, der bewegt sich ja nicht, ja. Kann ich nicht kicken. Haben wir einen Weg. Okay. Ja, ist natürlich. Oh! Da gibt's sicher 300 Runen. Ich hab nichts gekriegt von dem. Auch kein Item oder so. 300 Runen haben wir gekriegt, Eddie. 300. Jetzt gehen wir zum echten Boss. Ja, steht einfach nur blöd da, Schokolade. So, jetzt gehen wir da rein, Eddie. Let's go, ich bin gespannt, was es ist. Oder wo ist denn der Boss überhaupt? Hier. Kommt, okay. Du musst runterjumpen. Meinst du, das ist vielleicht so eine Hüpfkatze? Wobei, die sind ja normalerweise echt hier.
Die sind, nein, das wird wahrscheinlich keine Hüpfkatze sein. So. Oh. Wer ist es? Burial Troll. Okay, der ist scheit. Den hast du. Warte, warum hab ich so wenig Leben? Achtung! Och, ich treff nicht oder was? Ich bin tot. Hey, ich hab fast kein Leben mehr, da stimmt irgendwas nicht. Soll ich weitermachen? Machen weg, Eddie. Nein, machen weg. Wir können auch spawnen, also das ist ja direkt am Anfang. Na, mach weg. Okay. Das schaffen, ne? Der ist natürlich hier mit der Kamera in diesem kleinen Raum. Da merkst du, dass die Gegner für einen größeren Raum eigentlich. Ja. Du lebst. Noch. Aber Eli, hast du auch so wenig Leben? Nee, also ich würde sagen normal viel. Ach so, so geht der Weg, Joe. Ich hab nur mehr einen Zentimeter Lebensbalken gehabt. Seh nix. Hanna, weg! Yes! Weg ist er. Grace Mimic. Toll. Ja, ganz super. Und 3000 Seelen. Es geht dann weg, Eddie, wenn wir gemeinsam an Leuchtfeuer rasten. Dann geht der Debuff. Ich krieg immer einen Debuff, wenn wir sterben. Okay. Ich komm. Das Level wird skaliert, wenn der Joint höheres Level hat? Hä? Bist total du jetzt? Komisch. Ja, ich warte, dass du ans Leuchtfeuer. Ich bin am Leuchtfeuer. Jetzt komme ich wieder. Du bist gestorben. Ich komme schon. Ja, bin. Ey, warte, kannst du mir rasten, bitte? Alles ein bisschen komisch, ne? Jetzt habe ich. Das ist ganz deppert. Ich habe Hälfte Lebensbalken noch mehr gehabt. Voll dumm. Voll dumm. Also, was wir jetzt machen konnten, Eddie, ist, wir konnten da hinten uns hinporten, da bei Randgebiete des Totenwasserdorfs. Und wenn wir uns da an die Knalle setzen, dann kommen wir in die Tafelrundfeste. Und da sind auch einige Verkäufer und können wir die Waffe vielleicht nur höher upgraden. Okay, wo wolltest du hin, Portal? Am Randgebiete des Totenwasserdorfs. Ganz rechts oben. Ja. Super. Tricks, moin. Das werde ich hier, ich werde gerade gefragt. Ede, warst du beim Bayern-Realspiel im Stadion? Nee, ich werde es aber ganz oft gefragt. Offensichtlich war da irgendjemand, der aussah wie ich. Echt? Und wurde auch in die Kamera genommen, aber ich persönlich, ich war es nicht. Du bist der Frankfurt-Fan, gell? Ja, aber gut, Bayern-Real hätte ich mir wahrscheinlich schon angeguckt. Ja, safe. Und den haben wir jetzt, Victor. Der ist ja der Leichte. Das ist ja eh dein Lieblingsgegner, ne? Das ist ja der Leichte, Eddie. Lieblingsgegner nicht. Aber ein cooler Gegner, so. Macht Ede noch Workouts, fragt wer. Was sind für Workouts? So, Gym. Da habe ich heute noch im Podcast drüber gesprochen. Echt? Ich habe ja Podcast ohne richtigen Namen. Und da habe ich heute mit meinen zwei alten Giga-Kollegen Georg und Jochen zusammen. Und da habe ich heute noch über Workout geredet. Ich habe mir nämlich überlegt, ich werde ripped.
so richtig krasser Muskel. Ach du Scheiße, hier ist noch ein Gargoyle. Wo kommt der her? Ehre. Hast du ihn? Hast du einen Gargoyle? Ich hab einen Gargoyle gehergebracht, ja. Ich weiß nicht woher, ehrlich gesagt. Eden nimmt einfach einen Gargoyle mit, ne? Der war plötzlich da. Hau mal den Baum weg. Ich bin tot. Ich hau ihn weg. Hau ihn weg. Ah, das ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach, da hinzukommen. Ich habe kein nichts mehr zum Heilen. Oh nein, jetzt kommt noch die Scheiße hier. Alter, okay. Oh, Scheiße. Wo kam denn jetzt der scheiß Gargoyle her? Ja, das ist beim Randomizer halt oft so deppert. Auf einmal kommt irgendein scheiß Gegner her. Das war, wie gesagt, das war meine härteste Challenge. Das hat 6 Wochen gedauert, den Randomizer durchspielen ohne einen einzigen Tod. Ne? Das ist oft so schlimm. Du laufst durch die Gegend und auf einmal kommt für irgendwo ein Runenbär, wo normalerweise ein kleines Reh herumsteht. So, ne? Das ist wirklich fucking unangenehm. Bist du jetzt schon wieder am Kämpfen? Wo bist du denn? Ich laufe jetzt zum Kampf. Du bist beim Kämpfen. Aber warte, der Gargoyle. Der steht jetzt, der ist jetzt außer Gefecht. Okay, sehr gut. Nee, ich werde jetzt auf jeden Fall ripped. So richtig, so ein richtiger Muskeltyp. Was sagst du dazu? Richtig geil. Richtig geil. Und du hast eh schon so viel Muskeln. Ja, noch mehr jetzt, so richtig stark. Nur mehr? Ja, es wird richtig brutal. So richtig, dass die Leute sagen so, oh, was hat er gesagt? Transformation. Oh, geil. Richtig übel war es. Ich habe ein Gargoyle-Problem. Ich habe hier ein Avatar-Problem. Okay. Kann man kann man nicht parryen, ne? Na, leider. Achtung, Gargoyle incoming. Ja. Auch einfach zu wenig Flas. Wir bräuchten mehr Estus. Ja. Ja, das ist alles so dumm. Das ist halt, ja. Da kommt der da angestürmt wie so ein Irrer, ey. Ja, ich bin tot. Ich glaube, das ist mit den Zweien. Ja. Gehen wir weiter einfach. Kein Problem. Etienne de Rock Cartier, ja genau. Ja, aber noch definierter. Ich stelle es mir so drahtiger vor, so ein bisschen so. Hast du den Film Snatch gesehen? Oder so, Ja. Eher so wie Brad Pitt in Fight Club so. Also ganz das ist die Traumfigur. Ich finde nicht zu viel. Nicht zu wenig, aber voll gerippt, ne? Genau, so. Es soll so aussehen, als ob ich einfach zum Spaß Liegestützen mache. Ah, herrlich, ja, das mache ich auch. Machen wir beide, Eddie. Machen wir beide, so richtig krass. Ja. Das wird richtig nice. Der Gargoyle ist weg. Außer du lohnst ihn wieder ein. Ich? Du hast ihn mitgebracht. Ich habe noch gar nichts mitgebracht. Wo ist er denn? Ja, hinten steht er da. Aber den schaffen wir jetzt, komm. Ich liebe den Zweihänder-Stichangriff. Warte, die haben. Eddie, was würdest du eigentlich sagen, ist dein Lieblingsessen? Oh. Soll ich mich töten lassen, Eddie? Nee, mach ruhig. Okay. Nervt mich nur, dass ich da gestorben bin. Mein Lieblingsessen? Hast du irgendeinen Lieblingsspeis? Cordon Bleu. Mm. Passt jetzt nicht so ganz zum Rip. Zum Rip-Plan, ja. Was ist das? Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Hast du das gesehen? Ja. Ich komme angeritten. Erst
schlägt er mir das Pferd unter den Füßen weg. Dann fliege ich auf den Boden und schlägt er mich noch. Das Lustige war, es ist Eddie komisch zu hören. Jetzt kann ich auch nicht mehr spawnen. Eben kann ich noch spawnen. Das Lustige ist, dass du bei mir ohne Pferd geflogen bist. Du hast kein Pferd gehabt. Aber warum konnte ich eben respawnen und es jetzt ist ganz nicht mehr? Komisch, ganz alles komisch. Alles ist hier komisch, ey. Ja, ja. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ja, es ist... Aber du schaffst das jetzt. Dann hauen wir weg. Muss er den jetzt noch machen? Ja, okay. Wie hört sich das leicht an für euch, Freunde, der Ton? Ist der Ton... Könnt ihr den Eddie nicht so gut hören, oder was? So, jetzt musst du, glaube ich, nochmal zum Bonfire da, ne? Mhm. Ich brauche auch mal eine gescheite Ash of War. Warte, mir kann da kurz was umstellen, Eddie. Ich glaube, ich habe die nämlich vorher mit den Dezibel zu hoch draht. Das muss ich kurz probieren, da Discord Audio genau bin auf. Wir machen nochmal auf 0. So. Eddie, kannst du kurz was reden, bitte? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Yichenga D. Ich bin Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland. ja, ja, super. Ich hoffe, hörst du den Eddie wieder gut an? Mit der Döner-Diät ist Eddie in 4 Monaten ripped. Ja, auf jeden. Ja. Naja, 4 Monate, also auf jeden Fall, das ist ja das Endziel, dass man da irgendwann hinkommt. Aber Eddie, du wirst ja noch nie irgendwie dick oder so, oder? Doch. Du bist immer dünn. Ich bin richtig. Ich bin nicht dünn, ich bin fett. Du bist dünn. Ich habe eine Fettleber. Wirklich, eine attestiert vom Arzt. Ja. Echt? Ja. Das sieht mir so aus. Eddie. So, wir retten einfach vorbei. Wir retten da vorbei, Eddie. Ach so, okay. Dann höre ich jetzt auf, gegen ihn zu kämpfen. Ja. Der Feuerriese steckt in der Erde. Ja, hier ist auch noch ein Gargoyle. Mhm. Geil, der ist ja wirklich in der Erde drin. Ja. Jetzt ist er ganz weg. Wie so ein riesengroßer, fetter Maulwurf, der was ausschaut. Ja, tatsächlich. So, und da wollen wir uns auf die Knalle setzen, Eddie, dann kommen wir in die Tafelfeste. Mhm. Und hier links ist, was ist mit den Summons, beziehungsweise mit den Invasions? Achtung, wenn du da reitest, dann kommt er. Wenn du da hinten reitest, wo ich reite, dann kommt er nicht der Invader. Wo bist du? Ich bin bei der Kirche. In der Kirche drin, Eddie. Aber wollen wir nicht gegen den Invader kämpfen? Ah, zu spät. Wir haben einen Invader da auf jeden Fall. Es ist Maria irgendwer von irgendwen. Wir kennen alle nichts, ja. Ich weiß nicht einmal, wer das ist, ehrlich gesagt, noch nie. Noch nie gesehen. Etienne, ich brauche dir Hilfe. Ja, ich bin hänge im Dialog fest. Du hast schon wieder Schach spielen, Ellie. Nein. Oh, das... okay, war scheiße. Was hast denn du jetzt gemacht? Ja, ein Backstep. Ein sexy Backstep, oder was? Du hast doch gesagt, ich soll dir helfen. Oh. Oh, der hält aber gut was aus. Ja, ja. Kill it, Arsch. Boah, was für eine Reichweite, willst du mich verarschen? Das ist bitter, was er da macht. Was ist das? Was macht der da für einen Buff? Ja, nee, der zaubert hier dieses Parfüm, glaube ich. Was ein Parfüm zaubern? Das Gift. Was sind das für Zauberer, was ein Parfüm zaubert? Stark, Eddie, yes indeed. Yes, indeed. Stark. 4.800 und irgendeine Scheißasche, geil. Mhm.
Fackel. Das ist gut, Fackel der Wache. Die macht die unsichtbaren Assassinen sichtbar. Ja, dann Chiro, danke für 9 Monate. Sicher. So, ich kann jetzt hier schon. Hier kann genau. Genau, hier kommt. Da kommt jetzt Melina und wir können jetzt in die Tafelfeste gehen und einiges shoppen. Very well. Let my hand rest upon. Da machen wir das doch. Scharlachfäule, okay. 6 Wochen nur, Eddie. 6 Wochen Shadow of the Earth Tree. Ich freue mich so. Bin sehr gespannt. So, was haben wir hier? It is safe. Allow me, you are a house guest. Remember your place. There's nothing. Ach, der verkauft nichts. Bist du schon in der Tafelfeste? Ja, ich bin schon da. Okay. Ah, hier können wir doch auch gucken, ob hier unten in der Tafelfeste der Invasion, die Invasion ist. Der Invasion. Mhm. Meine Runen habe ich vergessen, genau. Der verkauft so Todeswurzel. Ja. Nur Scheiß. Meine Runen, danke. Es verkauft echt nur einer was, ne? Der Typ da, der was die Beschwörungen da verkauft und dann natürlich die Zwillingsdamen da hinten. Die verkaufen ganz viel. Die verkaufen ganz schön nice Stuff. Blades Rüstung, Eddie, für 1500. Die kriegst du eigentlich sehr spät im Spiel. Somber Smithing, so einer brauchen wir gar nicht. Direkt Feuerangriffe. Miniature Rani, das war da auch eine Quest-Item. Genau, brauchen wir später. Die goldene Saat habe ich mir jetzt damit geholt. Und die Waffe können wir natürlich weiter upgraden. Ja, wie viel Kohle hast du? 5000. Oh, du? 3. Also okay. 3000. Oh. Mhm. You're in youth, no matter. Lay out your arm. Plus 6 habe ich ihn gekriegt in 2 Hände. Ich hab da ein bisschen was zurückgelassen, Eddie, da. Fühl's nicht, ist aber leider hab ich nicht mehr. Ja, danke schön. Bitte. Sonst verkauf halt die ganze. Verkauf Dinge, was du nicht brauchst, Eddie. Ja. Warte mal. Gucken. Ich bin auch plus 6. Smithing Stone 3 brauchen wir. Genau, ja. Haben wir noch keinen. Ja, plus 6 ist eh schon gut. Wir können echt einmal schauen, wer bei Margit einfach drin ist, just for fun. Ja. Und, oder? Warte, lass uns einmal hier runter jumpen, oder? Okay, können wir schauen, ja, passt. Können wir machen. Der wird uns wahrscheinlich weghauen. Nein, beim Kasch. Ja, Steirer, stimmt, ja. Wer kommt da jetzt? Oh na, der Blutwichser. Oh, den kann man parieren. Oh! Eben parieren das dem Gepäck, wie edel war denn das? Überhaupt keine Chance, der Dude. Boah, shit, Achtung. Oh, du, bist ja. Du bist voll reingelaufen. Ah, die Running Attack vom Zweihänder ist auch ganz nett. Nett, ja. Scheiß Blutbeam. Zwei Hände. Was? Oh? Wie hat er das denn gemacht? Oh, schöner Kill, schöner Kill. Ein Aufwärtsstampfer. Ja, okay. Laufenträne. Alter, 300 Runen wollt ihr uns verarschen. Aber zumindest der Item liegt da hinten. Ja, Chris und Trina ist Mikela.
Rumi. Oh Gott, das ist ja irgendein Scheiß. Peitsche ist das. Mhm. Ist ja eigentlich ganz lustig. Aber ich kann ihn nicht mal benutzen. Hast du mal gespielt mit einer Peitsche? Ja, mal Doppelpeitsche, nur mal so aus Gag. Okay. Brennt ein bisschen als nächstes den Giro, stimmt, ja. Willst du ein Peitschenbild machen? Nee, wenn dann Doppelpeitsche. Okay. Jetzt wird schon witzig, ja. Also, Eddie, Morne oder Margit? Was Margit, komm, das ist Margit, oder? Okay, schau mal, wer bei Margit drin ist, ja. Ob wir ein großes Problem haben oder ob wir Glück haben. Da kann jetzt zum Beispiel Malenia kommen, Mog kann kommen, Astro. Oh jetzt kann vor Mog können... hätte ich mehr Angst als vor Malenia. Ja, vor dem Tor. Wir treffen uns vorm Tor. Du müsstest nur das Ziel bestätigen, genau, ja. Meine Runen, ja schon, die braucht ihr nicht jetzt, die Runen. Danke. Wo bist du? Ladebildschirm. Ah ja, okay, glaube ich. Ich kann nicht aufhören, hier die ganzen Pflanzen einzusammeln. Echt? Machst du es gern? Ich mach immer, ja. Alles, was so, was geht, sammeln. Ja, ich tue einmal die ganze Dreieck-Spam in der Fall. Oh Gott, okay, komm. Ja. Alter, Frostbite, shit. Frostbite, oh. Okay. Hatten wir hier nicht schon ein Bonfire hier oben? Aber wir können auch noch das Goal hier machen, ne? Welches Goal? Ist hier nicht ein Goal? Was ist ein Goal? Ja, hier diese Plattform, die runterfährt zum Boss. Jail, Sioff? Ach so, okay. Jail heißen die, glaube ich. Können wir machen, ja. Können wir machen, Eddie. Das ist da längs oben, das ist recht, ja. Wo bist du? Oder ist das da oben überhaupt? Ne, hier ist das. Warte mal. Ja, du hast recht, wir müssen Nerf weiter runter. Dragon Gauntlets. Ja. Müssen wir weiter runter, hast recht. Ja, hast du die schon? Hast du schon mit Millicent geredet? Ist doch Millicent, oder? Nein, das ist irgendeine andere, das ist nicht Millicent. Aber wenn man die killt, war doch auch irgendwas. Nein, wenn du in Leonia bist, dann ist sie weg und da liegt dann eigentlich eine goldene Saat herum. So war das bei derer. Jetzt bin ich gespannt, welcher Boss da drin ist. Anna, moin. Hab mich verritten jetzt oder was? Oder bin ich da ja richtig? Nephilim heißt die? Ne, die ist hier irgendwo. Ja, du bist schon. Ich bin falsch. Links weiter. Wo war denn der Schatz? Ah, da. Richtung 1, da irgendwo. Oh, what the fuck? Genau, Eddie, das ist die, was die Geisteraschen dann verkauft. Da ist es. Alter! Wer ballert die da ab? Ah, diese depperten Hummer. Alter, was schießen die denn wie weit? Ist die schon. Ich schieß nicht weit, ja. Hey, so, moin, wir sind schon da, moin. Achtung. Ja, wir sind da. Okay, wer? Wo ist wer? Ah, da. Oh, Crucible der Dicke. Knight. Der ist. Nein, ist kein Crucible. Es ist kein Crucible Knight. Das ist. Doch, scheiße, steht sogar da, Crucible Knight. Na, Adern, Tief des Feuers. Adern, ja, Crucible Knight, Adern im Englischen. Ah, okay. Der hat ja auch die Crucible Knight Rüstung. Warum lachst du so? Warum lachst du? Das ist nicht die Crucible Knight Rüstung. Das ist dieses Hirschgeweih, was der aufhat. Ja, aber die Rüstung, oder? Warte mal. Ist das die Crucible Knight Rüstung? Ich dachte. Ja, du bist einfach eine Legende, Alter.
Alter, wie er fliegt einfach. Nein! Ach, fick dich! So, wir kommen so zu gierig einfach. Machen wir gemeinsam, Eddie, oder? Ja. Jawohl, ich okay. meine. Nein, machen wir gemeinsam. Alter, One-Hit. Ich glaube auch, dass die Schuppenrüstung ist, Darkstorer. Marco, danke für 18 Monate, mein Lieber. Der Zweihänder ist halt auch langsam. Und der mega langsam. Ich muss gleich mal ein bisschen Stamina pumpen, glaube ich. Also ich kann nur zwei Schläge machen und dann ist der Balken schon wieder leer. Der Zweihänder ist wirklich sehr, sehr slow, aber dafür ist er mit der Stichattacke brichst du die Haltung halt voll schnell von den Gegnern. So. Alter, wie lang das dauert, das Ladebildschirm-Ding. Hey Flo, danke für 10 verschenkte Mitgliedschaften, du lieber Ehre. Ehre, Flochi. Jetzt haben wir ihn weg. Den Wish Crucible Knight. Eigentlich schon, aber ey, ich bin auch gestorben. Außerdem, Huap ist immer ein bisschen blöder, Eddie. Ah, der ist, Schön getimed. Weißt du, was ich an dir mag, Eddie? Du verwendest da die ganzen Sachen, Wurzel hat, das ist eine Frechheit, ne? Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Du verwendest die Sachen, was da. Ich mach zum Beispiel die Webmart gar nicht. Du siehst, dass die Webmart gibt und du probierst das gleich. Weißt, das mag ich, wenn das wer macht, wenn du das auch testest, was die Waffe so hergibt. So. Das finde ich cool, weil ich persönlich benutze das nicht, ich hau einfach drauf so. Ja. Ich liebe die Webmarts. Ich habe auch nicht alle, aber auch fast alle durchgetestet. Auf jeden Fall. Okay, cool. Also bei Elden Ring war es so echt so, dass ich gerne, bis auf die Zauber, da habe ich nicht alles getestet, aber ich habe sogar einmal ein Bild gemacht, wo ich alle Drachenfeuer benutzt habe und so. Ich wollte einfach immer wissen, was die Sachen machen. Okay, cool. Also alle. Ich bin da ganz simpel unterwegs. So, ich lerne die Bosse auswendig, habe meine Lieblingswaffe, habe mein Parry Shield und das reicht dann für mich. So. Ich finde das aber cool, wenn wir einfach so viel experimentiert, weil ich glaube, für die Spieler ist Elden Ring dann nur geiler, weil es halt wirklich so viel Weapon Arts und Aschen und Zauber und so gibt. Ne? Tja. So, wir gehen zum Margit, ne? Schauen wir mal zum Margit rein, ja. Ciao, Janni, Papa. Oh, er ist böse. Du hast schon wieder kein Pferd bei mir, schaut so lustig aus. Wieder nackt. Ein kleiner Wichser. Oida! Ja, danke. Old Fang, ey. Alter Reißzahn. Guck mal, jetzt ist keiner an der Armbrust, ist ja lustig. Ja, das ist ein Sturmschleier, gell? Du kannst ganz easy durchgehen, ohne dass der wieder abballert, weil die Gegner alle die Geschosse nicht bedienen können. Es wäre lustig, wenn da jetzt so ein Wolf an der Armbrust stehen würde. Ja, bei mir ist einmal eine Blume gestanden. Was hast du auch die goldene Saat gekauft vorher, Eddie? Ja. Da kommt mir jetzt gleich Flaschen aufwerten, auf jeden Fall. Habe ich schon gemacht. Plus 5 habe ich jetzt. Plus 5, ja. Plus 5, also 5 Flaschen. 5 Heilungen, ja. Wer ist denn das? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt mal ein Riesenproblem oder Klick-Comedy. Sieht man jetzt schon, wer es ist? Nein, mich sieht's noch nicht. Ich bin schon drin, bei mir rennt die Cutscene. Also in der Cutscene ist es immer noch Margit. Es ist ja, das ändert sich nicht, ja. Sollen wir die abbrechen? Können wir abbrechen. Und es ist... LOL! Der Mimic? Mimic, wir sind's. Ja, easy. Easy. Den verprügeln wir so richtig. Wollte mir schon immer mal selber aufs Maul hauen.
Ganz schlechtes Los, Mann. Aber Glück gehabt. Gott, kriegt er aufs Maul, das tut mir richtig leid, fast schon. Ja. Alter, geil. Muss einprobieren. Das macht, ey, es macht Spaß. Ja. Oh, hör, du hast jetzt, wie hast du das gemacht? Jetzt erst hast du hochgeschossen und dann haben wir hochgeschossen. Es war ein sehr harter Bossfight. Es sah aus, als ob du den zweimal hochgeschossen hast, wie beim Hacking. Ja, voll. Du hast noch hochgeschossen und dann haben wir nochmal hochgeschossen. Christian, danke für die Mitgliedschaft, mein Lieber. Oh, ich habe nur einen Hammer gekriegt. Ja. Ja, nur Hammer, aber zumindest 11k. Jetzt könnte man noch Morne reiten, Eddie. Ja, oder noch weiter rein, oder? Wie du magst. Ich lass dich entscheiden. Ja, jetzt sind wir schon hier, lass doch. Okay. Ja, lass doch schnell. Passt. Hier. Passt. Können wir machen. Oder die Gates open auf jeden Fall. Magst du wieder den Ding, den Typen drin verprügeln? Ja, sollte man, weil dann kriegen wir die Asher vor. Das ist eine gute Waffe, was da unten liegt. Dann kriegen wir den Asher vor, dann kriegen wir seine Klangperle und können schauen, was der verkauft, ne? Aber zuerst sollte er das Tor aufmachen für uns. Ja, wieso hat er sich aufgemacht? Goldene Rune 9. Hä, wieso macht der das scheiß Tor nicht auf? Was gerät mit dem? Jetzt, ja. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin eine kleine Runde gegangen, ich sag dir gleich wo. Da liegt die Exil-Hellebarde und der goldene Rune. Du musst einfach da jetzt rechts vorbeigehen, Eddie. Wo bist du jetzt? Ja, da. Hier bist du. Da rechts runter. Achso. Da liegt der Item. Und wenn du da runter gehst, da liegt da nur goldene Rune 9. Banish Halberd plus 8? Mhm, ja. Das ist aber das krass, ist die, oder? Das ist geil. Das ist die, was der droppt in Schloss Morne, der Dude, der NPC, wenn du den killst. 148? Und das ist eine richtig geile Waffe, finde ich. Ah, ist schwächer als mein. Ja, zwei Hände ist halt schon was anderes, ja. Und da liegt nur goldene Rune 9 oder 8 bei mir herunten. Warte, Eli, da herunten. Achso, ja, okay. Hey, Tommy, moin. Da. Genau. Da gehen wir außen rum, oder was? Wir können zuerst oben gehen und dann außen. Ja. Liegen übrige geile Items. Aber ich gehe halt immer die Runde, hol mir die zwei Items und gehen da wieder hoch. Ja, wir können durchs Main Gate und direkt zu Godric. Können wir auch machen. Was wir aber machen müssen, oh Gott, da steht schon ein scheiß Gargoyle. Was wir machen müssen ist, wir müssen, warte mal, zuerst einmal den umhauen da. Oh. Das war nice. Was wir machen müssen, Eddie, weil da hinten ist ja normalerweise der Schlüssel, ja, für Sturmschleier. Und da könnte jetzt der große Rune zum Beispiel sein, weil die Schlüsselgegenstände müssen wir trotzdem alle einsammeln. Okay. Das heißt? Das heißt, wir müssen kurz hinten rumgehen praktisch. Okay, ich folge dir einfach. Geh du, ich folge dir einfach. Okay. Daniel, guten Abend, mein Lieber. Ich bin tot. Ich hab's gesehen, wieso bist du denn da runtergesprungen? Ich hab in den Chat geschaut, ja, und bin dann
wollte einen Sprung machen und bin dann oben geflogen. Ich warte hier. Aber ich komm schon wieder, ja. Ich finde Sturmschleier, ich weiß nicht, wie du das fändest, ich finde, das ist so ein unfassbar geiles Level. Mhm. Das erste richtige From Software Schloss, was du richtig erkunden kannst. So. Na. Ich finde Limgrave fand ich schon geil, aber ich finde, das ist auch mit der geilste Dungeon. Ja, also Legendary Dungeon, wie die heißen. Ja, Legacy Dungeons. Legacy Dungeons, genau. Bist du noch unten gegangen, okay? Ich hab keine Ahnung, ich laufe einfach. Mhm. Random durch den Randomizer. Huch, wer ist er denn? Achso, der ist ja böse. Ja, stimmt, Vanessa. Jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Oh nein. Ja. Ratzel. Ja, ich hasse Ratten. Im Moxium ist er irgendwie lieb. Drecksratten. Halbmond-Axt. Great Shield. Hä? Ich hab Great Shield. Golden Great Shield habe ich. Schau, was ich gekriegt hab. Magst du es haben? Kann er es droppen, was ihr wisst. Nö. Entschuldigung. Ich habe aber ein geiles Schild, aber es ist, glaube ich, zu schwer. Da kann ich alles blocken mit. Das ist eines der krassesten. Das ist geil. Das ist das von den Lindell-Ritter. Das ist natürlich nice. Aber ich sehe schon, die Drops sind für uns nicht alle gleich. Na? Ja, ist doch nicht schlimm. Aber bislang waren die eigentlich immer gleich, nur jetzt, das war jetzt glaube ich das erste Mal, dass wir was anderes gekriegt haben. Also die Drops, was herumliegen, sind gleich und die, was der Gegner dann, wenn wir einen Gegner killen, die sind random dann für uns beide. Ah, okay. Der Lieblingsaxtragner, wirklich, ist die so geil? Ja, die ist halt jetzt nicht hochgelevelt, ne? Ja. Die ist nicht, aber vielleicht werde ich es dann spielen auf jeden Fall. Federtal ist man, das ist für ein Scheißdreck eigentlich. Wann kriegt man denn nochmal den zweiten Talisman-Slot eigentlich? Noch Margit, aber das ist auch random. Ach, das ist auch random. Das kann hier überall sein. Jetzt. Black Knight. Ja, ja. Auf dem Pferd hier oben. Der wird glaubstürzen, sag ich da. Den kann man parieren, Eddie. Den kann man runter parieren vom Pferd. Alter. Was? Night Comet, das ist der beste Zauber. Den hat mir meine Community mal empfohlen. Der ist so krass, der Night Comet. Der ich liegt da draußen. Ich hab gar nichts gekriegt. Doch, da liegt er. Bei der Leichen. Bei der Leichen da ist er. Ja, ich hab, aber entweder habe ich ihn schon genommen. Du hast ihn genommen. Night Comet ist der ist krass. Ja. Aber wer spielt schon einen Mage? Absolut. Adamblatt, dein Mann ist Adamblatt. Hey Frank Happe, danke für die 10, mein Lieber. Absoluter Ehrenmann. Oh. Okay. Danke Frank, Ehre geht raus, mein Lieber. Ich hasse ihn. Oh nein. Banish Knight. Bist du tot? Fuck, Alter, wie flattert der mir ab? Er hat einen Energiebalken. Der ist ganz hart, ja. Bist du wieder. Kommst du wieder? Ich komm, ist ja nicht weit. Okay. Ja, Mage-Build geht auch gut, aber. Wie viel Leben hat denn der? Macht jetzt nicht so mega Bock, finde ich, zu spielen. Also das draufhauen macht einfach mehr Spaß. Der. Weißt du, welches Spiel gerade wieder richtig am Suchten bin gerade, Eli? Na? Bloodborne, ich bin wieder so im Bloodborne-Feeling gerade. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es was anderes gewesen wäre als ein FromSoft-Spiel. Boah! Pass auf, Eli! Du bist. Jebotte. Was ist das hier? Alter, wie viel Leben hat denn der? Bist. Kommst du wieder oder bist du für immer weg? Weiß ich nicht. Für immer weg. Klingt so hart.
Nee, ich komm wieder. Eddie, für... Herr Mutter. Das ist ja nicht hart. Weiter. Hast du nicht türkische Wurzeln? Nein, ich schau nur so aus wie einer. So. Du bist... Eddie, wo bist du? Ja, ich bin doch hier. Ganz ruhig. Oh, yes. Mit der geilen Wirbelattacke. Oi, der geil, der Hammer ist super geil. Ich hab nichts gekriegt. Du bist ein Hammer, Eddie, das ist ein Hammer. Also wirklich, der da. Der ist geil, ja, den kenn ich. Magst du einen Hammer? Ich schenk dann. Ja, ich nehm. Nimm ihn, der ist wirklich nice. Aber, was? Ich bin trotzdem beleidigt, dass ich nichts gekriegt hab. Ja, Open Source ist random, ne? Warte mal, zurücklassen. Also ich glaube, dass der helle Bade relativ scheiße ist, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich mag dieses Spin-Attack. Ja, das ist sehr cool, ja. So kann ich dir nicht Strength... Check der türkische in der Ani, wunderschönen. Zwei Level brauche ich noch in Strength. Ich glaube, zweihändig kann ich ihn nehmen. Oh, geil. Ja, da können wir gar nicht weiter, Eddie, fällt mir gerade auf. Wie? Achso, wir haben Schlüssel noch nicht. Ja, weil er auch random ist. Ja, dann müssen wir durchs Main Gate. Ja, aber zuerst müssen wir noch den Schlüsselgegenstand da aufheben, Herrin. Da hinten ist ja normalerweise der Schlüssel. Und da könnte jetzt der andere Schlüsselgegenstand liegen. Leichenpflastern sein will. Ich laufe hier nur lang, alles schon völlig zerstört. Demoliert. Oh, ich Idiotenkill. So, da könnte jetzt was Interessantes liegen. Ich lass die aufheben, Eddie. Ja, warte. Ani, moin. Übrigens, der Ani Degger bei mir im Chat, jeder, der ist ein voller Fan von dir. Der war so neidig, der macht auch ein bisschen YouTube, ja. Der war so neidisch, wie gesagt, so wie ich spiele mit dir Elden Ring, der... Ach, es ist so schön, so viel Liebe zu kriegen. Ich krieg von meiner eigenen Community nicht so viel Liebe wie von euch. Sag ja, mal, siehst du den Riesen da oben? Wo? Ja, siehst du den nicht? Ja, wo bist denn du? Da, du bist aber hier, ich komm schon, ich komm schon. Das sieht richtig geil aus, wie der da oben steht. Ah, ich komm schon. Alter, ja, voll mit seinem depperten Mantel, Alter. Das schaut geil aus, ja. Das sieht geil aus, wie der da steht, ne? Ja, mega. Na, ich meine jetzt nicht euch, Chat. Ich rede eher von bei Rocket Beans und so. Einige. Gut gerettet. Da ist was am Ede. Wo bist du denn? Wo der Schlüssel herin ist. Ach, hier. Kann ich los dir aufheben? Oh, vergiss es. Alter, what the fuck? Ja, jetzt müssen wir durchs Main Gate, ne? Weil wir kommen da nicht weiter. Aber wollen wir den Riesen jetzt hier weghauen, oder was? Ja, wenn's denn du wegkommst. Wir können da nicht hoch. Ja, wir haben den Schlüssel nicht. Kann man den du kannst ihn triggern. Ich hab nichts zum Werfen. Hast du was zum Werfen? Ich hab was. Oh Gott, ich weiß, dass das schief geht. Da kommt er. Tod in 3, 2, 1. Wiedersehen. Komm, Eddie, jetzt sag, was kannst. Alter. Uiuiui, ich lebe noch. Ah. Ich bin tot. Nein. Bist du tot? Nee. Ich bin runtergefallen. Ich muss wieder hochkommen zu dir. Okay. Danke fürs Alarlosten. Nee, ich komm. Wollen wir mal kurz checken, was hier unten so. Okay. Alter, der haut Leben! Stegger! Mach ihn. Geht nicht, der Kopf ist irgendwo. Sein Kopf ist irgendwo. Hä, wieso trifft man den denn nicht? Trifft ihn überhaupt nicht. 5 Schläge. Durch die Beine. Oh, das ist Madness, Alter.
Ja, durch aber die Beine war das noch. Immer wenn ich das sage, bin ich kurz danach tot. Komm, 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 komm. Mach ihm, mach ihm. Hey, ich sehe nix. Kann nichts machen. Geil, geil, fühle ich. Weg, weg! Yes! Das ist down, easy. Das ist er down, das ist er down. Alter, dieser Hammer, der staggert ja richtig krass. Der Hammer ist so gut, ich finde den so nice. Aufgeladene Attacke, guck mal hier. Der ist richtig stark, ja. Und ich habe noch nicht mal einen geilen Talisman. Ja. Weißt du, was voll fies ist, Eddie, zu Release hat es den Hammer direkt in der ersten Höhle gegeben und das haben sie dann rausgenommen, weil er zu OP ist. Wirklich? Jetzt musst du dann Farmen ihm mitgeben. Dieser erste rasende Duellant, einer der ersten Höhlen, hat diesen Hammer gedroppt. Dann hat jeder den Hammer gezockt und dann hat der Miyazaki, der Bastard, hat den rausgepatcht. Und jetzt muss dann farmen. Wusste ich gar nicht, okay. Ja, das ist richtig fies. Gute Nacht, Thomas. Ja genau, Freunde, der Eddie kann halt eh nicht so lang. Wie lange hast du gesagt, kannst du halt Eddie? Ja, noch ein Stündchen so, würde ich sagen. Stündchen, also perfekt, ja, perfekt. Dann gehen wir jetzt zu Godric, the Golden. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin hier oben. Ich bin an der Gnade jetzt, Sturmschleierklippen, Eddie. Ja, ich bin hier noch weitergegangen. Okay, jetzt gar nicht mehr weiter. Hä? Da geht's irgendwann nicht mehr weiter, du musst hier durch mit den Schlüsseln durch. Ja, aber es geht noch weiter hoch, auf jeden Fall. Ja, da haben wir noch die Items, habe ich mir glaube ich schon gecrapped, auf jeden Fall. Oder haben wir hier gerade... Hä? Ich sehe, dass du alles killst gerade, auf jeden Fall. Sag mal, jetzt habe ich ein Déjà-vu. Das ist schon wieder ein Riese. Ja, weil ich mich hergesetzt habe ans Leuchtfeuer, Eddie. Das ist komisch, das Simleskop ist komisch. Haben wir jetzt hier in diesem Raum, war ich jetzt hier schon oder nicht? Ich raff hier gar nichts mehr. Nee, hier war ich. Doch, hier ist die Kiste. Hier war ich. Helly, wo? Alter. Wir waren da schon, Eddie. Ich war hier schon, ne? Ja. Ja, da waren wir schon, Eddie. Wie komme ich jetzt zu dir? Du kannst die Porten Sturmschleier klippen. Oder gehen wir gleich zum Haupttor. Sturmschleier Haupttor. Vote rejected. Abstimmung abgelehnt. Spielst du die Soul-Spiele immer auf Englisch? Ja. Ja, es hat irgendwie mehr Flair, gell? Ja, ich mag das mehr und auch, wenn man mal irgendwie was nachlesen will im Netz oder ich habe diese Player-Guides-Bücher oder wenn ich mir Videos angucke und so und dann nicht weiß, von wem, also wenn ich so ein Vati-Video gucke und so, ich will, dass das dann auch alles gleich heißt sozusagen. Und ja, ich mag sowieso, ich gucke gern die Filme auf Englisch, die Spiele auf Englisch, also. Okay, Filme und Serien, Lasso ist Englisch. Ja. Okay, cool. Ich habe immer das Gefühl, es ist halt immer ein bisschen, also bei Übersetzungen bin ich immer sehr misstrauisch, dass das immer nicht den Ton trifft oder nicht das trifft, was ursprünglich. Ja, das ist also mir ist natürlich klar, dass das auch vom Japanischen übersetzt ist, aber da, Alter, was ist denn da? Gargoyle. Oh, das ist fein. Sofort leveln. Was ist? 20k geschenkt da. Wo? Bei dem Item. Hast du schon eingesammelt? Ja, aber hab ich noch nicht benutzt. Heldenrune. Breaking Bad hat mir auf Englisch angeschaut, weil einfach der von Walter White, also die Stimme von ihm ist auf Deutsch bei weitem nicht so geil wie die auf Englisch. Ich habe da schon relativ früh mit angefangen, ehrlich gesagt. Also, okay, okay. Das fing bei mir schon zu Super Nintendo-Zeiten an. Da habe ich, ich habe Zelda gespielt und da hieß das auf dem Englischen halt Master Sword und im Deutschen hieß es halt Meisterschwert, glaube ich. Und ich fand einfach, Meisterschwert klingt einfach uncool. Das stimmt, ja. Und deshalb habe ich dann mir damals die US-Version von Zelda gekauft. Für Super. Huch, hier ist gerade ein Gargoyle gespawnt von mir. Das sind zwei Gargoyles. Zwei Gargoyles sind da herein einfach. Jesus. Der bin jetzt hier. Ich trenne aber gar nichts. Ja, die Gargoyles brauchen wir gar nicht bekämpfen.
Wieso nicht auf Original auf Japanisch? Ja, weil ich kein Japanisch kann. So, also Sekiro spielt gerne auf Japanisch. Sekiro wäre es einfach. Das hat einfach ein gewisses. Weiß ich nicht, das ist einfach die geilste. Die geilste Vertonung, finde ich so. Wo bist du, Ede? Wo bist du? Ich bin bei den Gargoyle. Ah, okay. Da gehen wir vorbei bei dir. Gehen wir vorbei. Da haben wir nichts zum Mitreden. Nee. Einfach vorbei an denen, oder? Vorbei. Da hoch. Oh, hier sind die Fickfrösche. Oh, Lecce. Lecce. Okay, scheiß drauf. Nein, nicht curse. Alter. Bist du cursed? Nee, noch nicht. Aber ich bin hier richtig in die Schar. Der Frosch ist immer noch. Alter, was geht hier ab? Ich bin tot. Na. Hier ist alles auf mich eingeschlagen, was es nur gab. Wir machen einen schlechten Schaden aktuell. Ich habe tatsächlich Fantasy Stuff, weil hier im Chat gerade ist, warum ich nicht auf Japanisch und so spiele. Ich habe tatsächlich Fantasy Stuff 4 auf dem Mega Drive, habe ich komplett in Japanisch gespielt. Aber das hatte keine Sprachausgabe halt nur. Ich wollte es halt zocken, sobald es rauskommt, deshalb wollte ich nicht mehr auf. Bist du wieder da, Eddie? Ich bin wieder da, wo bist du? Ich bin da hier oben und. Ich laufe jetzt hier einfach durch. Ja, lauf durch. Okay. Hier ist aber auch echt ganz schön Alarm. Ja. Ich geh mal hier rechts zum Lift. Bin nicht relativ gut gelandet, gerade gebe ich zu. Du bist nicht gut gelaunt? Nein, gelandet. Ich bin auf die zwei Gargoyles gesprungen. So, ich bin mal hier beim Bonfire auf jeden Fall. Parry Action. Hey, geil. Ich parried gar nichts. Lol, das ist Chaos pur. Ah, du bist beim Bonfire, okay. Guten Abend, Schmidt. Was? Blackblade? Ja, der Zauberspruch. Ach so. Aber was ist das? Die Blackblade von Malekith wäre ja richtig 46 Fan. 46 Faith. Ja, das von Malekith, ne? Ja. Stormhill. Wo hast du die Blackblade gekriegt? Hier beim Bonfire hoch Richtung Stormhill. Achso, da bist du, okay. Mhm. Es passieren Dinge, Spell. Ne, ich hab 2% eingestellt, Epic Warrior. Das ist nur, weil es so viele Gegner gibt in Elden Ring, fällt das ein bisschen nicht so auf. Also der Hammer ist schon sexy, den was du da hast, Ede. Mhm. Der ist aber richtig Reichweite geil. Reichweite ist halt leider sehr ja, das klein. Ja, das ist natürlich klar. Ja, Black Blade. Und Asche von den Christoph. Wie viel Platin-Trophäen hast du eigentlich, Eddie? Oder ist das für dich, was du nicht. Elden Ring? Nur Elden Ring. Okay, und die anderen Souls-Spiele auch nie platiniert? Nein. Okay, bist nicht so der Platin-Hunter, okay. Null. Es war. Elden Ring war das einzige, weil es aber nicht so schwer war. Ganz leicht eigentlich, ja. Ganz leicht. Und ich dann einfach schon gemerkt habe, dass ich sehr viel hatte. Von. Als ich dann mal geguckt habe, habe ich gesagt, es fehlt gar nicht so viel. Und aber dann ist es so, okay. So nicht so der aber ich habe danach so habe ich überlegt, okay, vielleicht hätte ich das auch mal bei Dark Souls machen sollen. Das aber ist ja wesentlich schwerer wie Platins. Ja. Elden Ring ist echt der Joke. Mhm. Hast du alle platiniert? Alle, ja. Ich habe zu jedem ein Platin-Walkthrough auf meinem Kanal, außer zu Dark Souls 2. Mhm. Ja, das konntest du. Okay, Edit. Hier ist ja, eine Golden Rune plus 10 übrigens. Okay, ja, nice, ja. Und A plus 11 hat er neben. Ton, Alter, tot. Hier sind zu viele Gegner. Ja, da ist ganz schlimm. Ich geh schnell zum nächsten Leuchtfeuer. Und spawnst du da wieder. Ja, bei Dark Souls 3 musst du ja auch die ganzen Covenant-Items kriegen, ne? Dark Souls 3 habe ich dreimal platiniert und es ist dreimal die Hölle gewesen. Da musst du wirklich
Allein für die Beweise der Eintracht in Anno Londo musst du 20 bis 30 Stunden Farming und das ist ein Eid. Ja. Du brauchst 30 Stück Beweis der Eintracht, du musst 20 bis 30 Stunden farmen bei der Anno Londo Ritter. Das ist absolute Frechheit. Das ist ganz ein crazy Platin. Bist du, Eddie? Ich versuche meine Seelen wieder zu kriegen. Okay, okay. Aber es könnte sein, dass das nicht klappt. Ja, stimmt, Epic Warrior, stimmt. Oh Mann, ey. Warrior. Oh, wir sind tot. Warum? Wo bist du? Ja, schlimmste Gegner. Beim Boss? Nein. Ich würde ohne die nicht zum Boss schauen. Oh Mann, ich komme einfach nicht voran. Was, JD? Es sind so viele Seelen, sind es auch nicht. Lebst du wieder? Lebst du wieder? Ich bin tot. Okay, warte, dann geh zum Bonfire und dann hol ich dich. Zu welchem soll ich jetzt gehen? Achso, du hast Liftzeit. Ich aktiviere das Nähe da jetzt. Direkt vor dem Boss bin ich jetzt, Eddie. Ja. Das Bonfire. Ich wirke schlecht gelaunt. Nee, überhaupt nicht, Leute. Ich bin nicht schlecht gelaunt. Ich bin einfach nur auch platt. Ich bin seit 8 Uhr heute am Machen und jetzt einfach schon auch ein bisschen. Ja, das verstehe ich. Ich habe halt auch richtig einen anstrengenden Tag gehabt. Bei mir ist halt auch nicht so der Zockertag eigentlich, gebe ich zu. Ja. Ich habe halt richtig gesagt, den ganzen Tag so viel Stress gehabt. Ja, und ab und zu hat man halt so Tage, da kann man halt nicht so gut gelaunt sein. Ja, es geht halt nicht immer. Ich bin aber auch gar nicht schlechter. Ich bin einfach nur ein bisschen ruhiger als sonst und konzentrierter. Du bist und, extrem schlecht gelaunt, ey. Na, Spaß. Richtig schlecht gelaunt. Richtig. Du hast alles. Guck mal, da hinten den Käfer können wir uns holen, oder? Den Käfer fickt mir jetzt, komm. So. Das fickt mir schlecht gelaunt, den irgendwas Käfer. Irgendwas mal, ja, wenigstens irgendwas mal killen. Nein, entkommt! Ich hab die Sprungattacke gesehen, nur dass du das weißt. Okay, immerhin. Aber er entkommt mir. Du hast einen, ja, Schmischel 8, nice, gell? Ist schlecht, ja. Gell? Festering Bloodfinger. Weg hier, oder? Von der Skala von 1 bis 10, wie attraktiv findest du das Wort blutiger Eiterfänger? Wie widerlich kann ein Item eigentlich heißen? Blutiger Eiterfänger, ja. Ja, auf Deutsch heißt es blutiger Eiterfänger. So das grauslig. Ja, auf Deutsch klingt halt alles immer noch mal ein bisschen krasser. Ja, gehen wir jetzt zu Godric eigentlich? Da hinten, da liegt nur goldene Saat, Eddie. Wo? Da beim Baum. Okay. Beim goldenen Baum. So, ich glaube, das bist du weißt, irgend so ein Wichser mit einer Fackel. Oh, der haben wir mal schon nice. Ja, aber der haut nicht so krass rein. Ich glaube, ich gehe jetzt für den Boss doch lieber offen. Wir können. Wenn du willst, kannst du ja noch upgraden, schnell. Ist da bei der Nepheli auch noch was drin? Alter, wie schaut denn sie aus? Das Schild von der Loretta liegt da. Der ist ziemlich geil. Die schaut so beschissen aus. Aber den Schild habe ich jetzt nicht gekriegt. Da liegt er. Da liegt er. Im Eck. Ah ja, da, okay. Silver Mirror Shield, Smithing Stone. Der ist ganz geil. So, zu Godric oder was? Entweder du willst die Waffe noch upgraden oder dann zu Godric, wie du willst. Lass erstmal gucken, was es ist. Dann entscheiden wir uns, ob wir upgraden. Mhm. Du willst jetzt nicht ernsthaft dahin beamen. Du faule Sau. Ich hab gehofft, das fällt nicht auf. Aber dir entgeht nix. Ja. Da im Beamer, die 5 Meter einfach. Hä, was ist das? Oh, der Fire Giant? Oh, na. Okay, das könnte schwer ja, werden. Ja, das ist der Fire Giant, ja. Recht viel mehr Auswahl gibt es nicht, wenn man die Gräs sieht. Wir haben hier nicht viel Platz.
Wir haben nicht viel Platz. Ach du Alter, Scheiße. Der schaut ja beschissen aus, Alter. Ja, das könnte Spaß werden. Ich weiß gar nicht, wie man den hier auf so einem engen Gebiet macht, ja. Ehrlich gesagt. Wenn der sich hier hinlegt und... Ich find's lustig, dass ihr beide fast gleich groß seid. Boah, das ruckelt. Das bringt den Computer zum Ruckeln hier. 3 Frames. Wie wollen wir das denn schaffen? Boah, das ist bei mir Zeitlupe. Bei dir auch? Na, bei mir geht's eigentlich, Ebi. Stagger. Machst du? Der hat in der ersten Phase nichts. Ja, der macht ganz gut Damage eigentlich. Damage ist geil. GG. Lass den mal da mit. Irgendwie schaut der cool aus, da herin. Der hat was. Boah, ich seh gar nichts. Alter. Alter, ich seh nix. Ich bin tot. Oh, schade. Aber den schaffen wir. Ich dachte, ich will. Na, kannst du probieren, Eddie, probieren. Ich schaff das nicht. Stark. Ich wollte, ob ich ihn hochschleudern kann. Das wäre geil. Scheiße. Alter, wie witzig wäre das, wenn du ihn einfach da in die Luft schneidest. Okay. Oh. Sauer. Du lebst. Stark. Oh. Ja. Oh, der hat gesessen, der war besser. Ich glaube, der hätte ja keine Heilung mehr. Ah doch, er hat nur 2 gehabt. Aber das ruckelt krass bei mir. Bei dir überhaupt nicht, oder was? Na, was hast du für einen PC, den man nicht fragen darf? Also für 4090er. Echt? Ja. Ich habe 480er. Vielleicht habe ich hier irgendwas eingestellt. Du darfst bei dir nicht ruckeln, Eddie. Gar nicht. Bei mir ist ganz flüssig. Der ganze Fight ist flüssig. Hast du Raytracing auf Maximum und alles? Quality Settings? Ich hab alles auf Maximum, Eddie. Auf hoch habe ich. Auf hoch. Und Raytracing habe ich aus. Das könnte schon der Unterschied sein. Ja, also bei mir ist 60 Frames flüssig. Ah, ich ganz flüssig. Ich glaube, ich müsste ins Title-Menü um... Oh, ich habe eine Fatroll, sehe ich gerade. Wieso habe ich denn eine Fatroll? Heavy Load. Hm, warte mal kurz. Ja, Raytracing ausmachen, schreibt, ja. Ja, Raytracing aus, Ede. Ja. Raytracing habe ich jetzt mal ausgemacht. Mhm. Da steht da schon der Trottel. Wunderschön. Bin meine Schwiegermutter. Was ist das? Oh ja. Das tut ihm richtig weh. Ah, das tut so gut, das Stagger-Geräusch. Das ist so ein Trottel, Alter. Ich hasse sie. Alter, du fetter Wichser, du!
Da sind sie, die iFrames. Was ist das jetzt? Ich ziehe deine Mama durch, Alter. Der trifft mir mit jedem Schlag, der Wichser. Oh nein, ich bin mit ins Feuer. Feuer, Feuer. Boah, ich stehe wieder mitten drin, ey. Alter, das ist. Ich hasse sie haben so viel. Guck mal, wie das Level kommt überhaupt nicht klar auf ihn. Na, alles gar nicht, der. Ich muss gerade mal ein bisschen zugucken. So sieht man den ja auch nicht alle Tage. Oh mein Gott, die hast so ist. Hast du noch Heals? Ja, an Heal. Noch ein. Oh, wie er immer die Flamme genau. Ja. Ja, leck mich. Okay. Der Penner, ey. Das ist halt, wenn der sein Bodenfeuer macht, ja, auf dem engen, dieser engen Area, da kannst du kaum ausweichen. Du musst halt wirklich ganz, ich schaue immer am Boden und schaue echt, wo ganz ein kleines Loch frei ist, dass ich stehen bleiben kann. Ja. Aber meistens trifft er dann trotzdem. Aber ganz ehrlich, ich finde, der Feuerriese ist richtig ein cool inszenierter großer Boss. Ja. Das musst du mal schaffen, dass so ein Riesenboss so geil inszeniert. Ich weiß, er ist nicht jedermanns Liebling, aber ich finde den eigentlich ganz cool inszeniert. Und ich höre auch deine Begeisterung raus, Eddie, auf jeden Fall. Ja, ich bin nicht der allergrößte Fan von Firejump. Ich fand den Kampf halt irgendwie so ein bisschen. Man reitet da also die ganze Zeit da rum und irgendwie. Also er sieht schon natürlich sehr opulent aus und geil und alles, aber so richtig Spaß gemacht hat er mir nicht. Weil ich hasse ihn auch gerade so viel. Ich einfach nichts treffe. Ey, ich sehe gar nichts. Er trifft eh, aber wir nicht. Oh, was ein Timing. Ist der Fuß einfach da am Abgrund steht? Ja. Ich hasse alles. Das war so lustig, wenn er runterrollt da, Alter. Geht, glaube ich. Aber ich wäre fast runtergerollt. Starker Stagger. Was? Die Kamera ist der größte Feind in diesem Kampf hier. Ja. Müsste doch eigentlich in die zweite Phase gehen, oder geht er hier nicht in die zweite Phase? Ja, er gibt keine zweite Phase. Feuerriese kommt zweimal. Wie, der kommt zweimal? Der kommt zweimal. In dem Randomizer ist der Feuerriese ein Boss, zwei Bosse. Einmal Full Life, erste und Full Life. Oh, stark. Oh ja, schöner Damage. Jetzt haben wir noch, oder? Ja, jetzt müssen wir haben. Achtung, Feuer. Yes. Komm doch zu mir jetzt. Ah.
Explosionskugel. Ja. So, das war meine letzte Estus, jetzt müssen wir es schaffen. Ja, dann schaffen wir. So ein bisschen Star Wars Vibes habe ich das Gefühl. Wow, irgendwie ist der geile Kampf gerade. Oh, was? Das schaffst du, Eddie. Noch. Gib mir letzten. Da geht er, da! Mit dem letzten Schlag. GG. Golden Seed. Zwei goldene Zwei Zappen. Golden Seed. Jetzt reden wir. Now we're talking. Also, Ian McFinnigan schreibt: Eddie, ich liebe dich. Ich kenne dich seit Giga-Zeiten. Danke, Leute. Kommt und abonniert meinen YouTube-Kanal Grumpy Ede und Ede Live auf Twitch und so weiter und so fort. Das war richtig herzlos. So. Danke fürs Kompliment, aber jetzt kommt so der Komm her und... Einfach geil. Einfach geil. Nein, wirklich, vielen Dank. Ich freue mich. Ich kriege das natürlich auch schon häufiger mal gesagt und es ist immer wieder krass, wie viele Leute schon das seit auch, also mir... in Anführungsstrichen, seit Giga-Zeiten auch schon irgendwie zugucken und so. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt einmal ganz ehrlich, Eddie, ist dir das mittlerweile schon wurscht? Wenn wer sagt, hey, Eddie, ich kenne dich seit Giga-Zeiten, ich meine, du machst das seit 15 Jahren, das, ist 25. Das für dich überhaupt noch was? Seit 25 Jahren? Ist das für dich überhaupt noch irgendwie, weiß ich nicht, was Besonderes? Wahrscheinlich nicht, wenn man ganz ehrlich jetzt einmal Real Talk. Na? Naja, was heißt Besonderes? Also es freut mich trotzdem, egal wie oft man das hört, weil also gerade so, es kommt natürlich auch mal drauf an, weil gerade Giga ist natürlich jetzt auch schon lange her und wenn dann irgendwie noch Leute einen darauf ansprechen, dann freut mich das schon, weil das ja auch für mich lange her ist und dann bedeutet das ja automatisch, dass wirklich Leute da sich noch dran erinnern und so, das finde ich schon cool. Aber es ist jetzt insofern jetzt nichts Besonderes als mehr, als dass ich das natürlich schon sehr oft auch gehört habe. Ja, klar. Und jetzt ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ach was, wirklich so, also natürlich. Ich weiß ja, dass ich seit 25 Jahren in der Öffentlichkeit irgendwas mache, aber voll, ich freue mich natürlich, wenn ich es, ist für, also ich freue mich darüber, wenn ich es schaffe, ich mache ja versuche seit 25 Jahren. 25 Jahre in der Öffentlichkeit, das ist crazy, Mann. Und ich versuche halt seit der Zeit irgendwie Leute irgendwie zu unterhalten und einfach für die eine gute Zeit zu haben, zu machen. Ja, und das schaffst du ja mit 25 Jahren. Das ist 25 Jahre und ist halt nur immer voll da, weißt? So kein gefallener, irgendwie, wie man es auch oft so hört, so, der war mal berühmt oder irgendwie, ist halt einfach immer schon da so, weißt? Ja. Das ist, aber ich sag auch ganz ehrlich, manchmal hat es auch was Trauriges. Also manchmal. Okay, warum? Naja, weil ich halt dann das Gefühl habe, so scheiße, ich bin ganz schön alt und irgendwie. Okay. Ich bin ja jetzt auch kein super großer Streamer oder großer YouTuber in dem Sinne. Also ich habe ja überschaubare Zahlen und alles. Und dann merkt man halt schon so, ja, jetzt gibt's halt, weiß ich nicht, die Papa Plattes und wie sie alle heißen, die jetzt halt 25 sind. Und was ja auch okay ist, wäre ja auch gemein, wenn man... Ich habe ja mich früher, als ich noch viel jünger war, habe ich mich ja immer beschwert, dass die alten Fernsehhasen sozusagen nie die Jungen ranlassen. Und jetzt weiß ich warum. Ja, aber Eddie, du musst das so sehen. Für so Leute wie mich zum Beispiel, bist du sowas, wie der Papa Platte für die jetzt ist. Na, es gibt halt immer andere Liga oder so. Aber ich glaube, für ganz viele Leute bist du so einfach... Genauso wie der Papa Platte für die jetzt ist, so, weißt du, was ich meine? Ja. Rocket Beans und das ist ja ein Imperium, was ihr aufgebaut habt. Also, ich finde nicht, dass du traurig sein solltest, sondern ich finde eher, du kannst stolz sein, Alter. 25 Jahre in dem Business und nur immer kennt dich jeder, wenn es mit unserem Gaming oder so geht, Alter. Weißt du? Ja. Da gibt es andere, die verschwinden irgendwann so, weißt du? Das stimmt schon. Also ich bin auch auf ganz vieles stolz, auf jeden Fall auch. Ich bin da auch nicht... guck mal, hier ist ein Crucible. Das ist jetzt aber wirklich ein Crucible. Das ist ein echter, ja. Wollen wir den machen? Den können wir parieren, Eddie. Den parieren wir. Okay. Den parieren wir weg. Jetzt müssen wir hier die kleinen Zwerge wegmachen. Ich fühle mich so alt.
Also bei mir schreibst du gerade im Chat, Giga-Zeiten, Nostalgie pur, Eddie macht das schon super. Giga war beste Zeit, wenn man 25 im Geschäft ist, zeigt das ja, dass die Leute einen lieben. Richtig, Helle, das meine ich ja. Ne? Aber ich glaube auch, dass das da irgendwann... Fucking Hell mit dem Doppelschwanz, ey. Ja, warte, ich geh zur Gnade. Oder bist, kommst du wieder? Ich weiß nicht, ich guck mal. Dumme Doppelschwanz. Ja. State of America kann ich spawnen, also bin ich wahrscheinlich gleich bei dir. Ich sag immer das Beste, was ich gesehen habe, das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Das war ein Interview mit Uwe Boll. Ich liebe das Interview. Aber bei Kino Plus, ne? Ja, das war super. Ich liebe Kino Plus, muss ich sagen. Mhm. Und einfach das Kommentar. Jeder interviewt ihn selbst in 20 Jahren, so, das war einfach so geil. Bitte werde einfach nie wieder Uwe Boll, Ede. Bitte nee. Nicht. Bitte, ich auch, bitte ich nicht. Auch nicht vor. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich komm schon, ja. Oh, hier, die ganzen Gegner sind wieder ja, da. Ja, stimmt. Rocket Pins einfach genial, ohne Game Duke am Samstag. Och Mann, hier sind alle Gegner wieder und ich bin schon wieder fast tot. Ja, ich komm schon. Da liegt der Legendary Item, by the way. Stark. Kann man auch nicht nach oben dingsen. Der ist undingsbar. Der ist undingsbar. Ja. Na komm. Das schaut so geil aus. Das kommt auch im DLC, gell? Diese Weapon hat. Ja. Hat man im Trailer gesehen. Ja. Und ist ja der exakt den gleichen Move gibt's ja in Lords of the Fallen von diesem ersten Boss quasi. Der macht ja fast den gleichen Move. Sieht sogar genauso aus. Nice. Wirklich? Ja, hast du auch gespielt. Dieser Lords of the Fallen. Der erste Boss. Ja, der so da so lang fliegt. Weißt du nicht mehr? Den hab ich im Tutorial sogar besiegt. Den habe ich im Tutorial besiegt, das stimmt, der macht auch so einen Move voll. Und wo gibt es jetzt den Legendary, wo hast du gesagt? Da, aber da liegt nur die Asche von Tiche liegt, oder? Jetzt kann man was Lustiges machen, da unten ist die kleinste Boss-Arena vom Game, schau mal, wer da drin ist, oder? Ja. Wir könnten aber auch schnell auf Nacht, weil da ist auch ein Boss auf der Brücke, Eddie. Da müssen wir aber schnell auf Nacht stellen. Ja, müssen wir kämpfen? So. Ja, machen wir das, oder? Stimmt, da kommt ja ein Black Knight normalerweise. Ja, genau, richtig. Wo ist denn hier das Boss? Stichelein zwischen Schröck und Ede, Beste. Hab Ede damals in Düsseldorf ein paar Mal. Ja, genau. Brock. Hey, was geht? Bestes Video war von dir trotzdem, ey. Das war bei dieser Frühstückssendung von euch. Mir fallen den Namen leider nicht. Wie du gefragt hast, Leon Mascher, wer ist Leon Mascher? Und da gibt's auf YouTube Leon Mascher ein und lass ihm einfach 3 Sekunden laufen. Und bei der Begrüßung, das war das Beste. Du sagst, wer ist Leon Mascher? Du googelst Leon Mascher und die Begrüßung, hey Freunde, und du traust ab, okay, reicht, ich kenne mich aus, wer das ist. Weißt du das nur zufällig? Nee, tatsächlich. War das Moin Moin oder wo war das? Das war Moin Moin. Ja. Das war 10 von 10. So, was der wer ist. Achso, wir haben nicht. Wir waren nicht auf Nacht gestört, wir trotteln, Alter. Ah, ja, ja. Oh, hier ist Black Knight Tische. Ach, ja, du ja. spielst ja nicht mit. Na. Ist halt einfach mal der krasseste Summon im Spiel. Das stimmt, ja. Das habe ich zumindest gehört. Wenn du den auf Level 10 machst, kannst du alle bei allen Bossen eigentlich zugucken. Leider rastet Eden nicht mehr aus. Ja, ist auch öder worden, Patches. Müder. Ich habe jetzt zwei Kinder, guck mal, und die haben 25 Jahre Mediengeschäft und 2 Kinder nehmen dir wirklich die letzte Kraft am Leben. Das ist so. Boah, das stell ich mir voll so vor. So krass, ja. Das ist dann wirklich. Die Sau, da fühlt sich wirklich aus wie ausgesaugt, fühlt sich dann. Ja, das glaube ich wirklich, ja. Aber ich reg mich schon noch viel auf. Aber meistens so im Straßenverkehr. Also eher im Alltag. Ja. Meine Kids sind 11. Der eine wird jetzt nächste Woche 11 und der andere ist 6. Ah, das ist ja eigentlich jetzt, also 11 und 6, ja.
Ja, hat hier gerade einer im Chat gefragt. Sind wir schon wieder nicht. Wir sind so dumm, Alter, weil wir so viel labern. Wir sind so dumme. Gehen wir zum dritten Mal zu das der Scheißknalle und schalten nicht um. Das gibt's nicht. We had one job, Jack. Ja, es ist so dumm. Es ist wirklich dumm. Das ist so, wie wenn man zum Kühlschrank geht, weil man sich was zu trinken nehmen will und dann sitzt man mit einem Stück Fleischwurst auf dem Sofa und sagt so, scheiße, ich hab Durst. Ja, voll stimmt. Ist das geil, ich halt's gar nicht aus, oder? Jetzt, ja. Past time until nightfall. Ja, 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 ja. So, okay. Ja, ja, Pubertät geht los. Ich hab auch schon einiges an präpubertären Stress hier mit dem Großen. Es ist echt, das ist so nervig, weil du weißt, dass es kommt. Und du kannst es trotzdem nicht verhindern. Also, oder irgendwie dich groß drauf vorbereiten, weil das ist, als ob die einen Schalter umlegen, die Kids, und plötzlich werden die ätzend. So, die sind einfach, plötzlich sind die so dumm ätzend. Oh, das ist ein Deathbird. Also, ja, Deathbird, aber wir müssen jetzt erst die anderen nochmal wegmachen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Crucible Knight. Probier den mal Perry. Achso, das gibt kein Perry Shield, eh, gell? Doch, hab ich, aber. Die sind so geil, ey, ich kann mir nicht helfen. Die sind so geil, die Gegner. Die sind so geil optisch. Also ich meine die kleinen Blumen daneben da. Ja, ja, klar. Erster. Du Wichs, also nicht du, der da. Ja, ja ich auch, aber der Haupt. So, komm her, du Scheißvogel, Alter. Hier, Chronobo89 fragt, kann ich Elden Ring jemandem empfehlen, der bisher kein Souls-Spiel jemals durchgespielt hat? Also, es ist auf jeden Fall das leichteste Souls-Spiel, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, ja, definitiv, ne, weil... Es gibt so viele Möglichkeiten, du hast so viele Freiheiten in dem Spiel, die du in anderen Souls-Spielen nicht hast, also... Aber es ist halt auch vielleicht nicht für jeden, also nicht jedem gefällt die Souls-Formel, das muss man halt auch ganz klar sagen. Safe nicht, ja. Aber ich bin immer der Meinung, wenn man sich da mal reinarbeitet und es wirklich spielt, dass man dann schon auf den Geschmack irgendwann kommt. Boah, der kommt aber gut. Jetzt brechen wir zusammen. Viel schlimmer sind nur noch diese Dead Right Birds da. Mein Timing ist so schlecht. So viele unterschiedliche Spiele, wenn du hier No Rest for the Wicked und dann Lies of P und so, die haben alle unterschiedliche, leicht unterschiedliche Parry-Fenster. Oh, wieder nicht getroffen. Den kann man nicht parieren, gell? Nee. Warum können wir keinen Stagger bei dem Wix-Kind? Ich meinte tatsächlich auch Ausweichrolle, also iFrames. Okay, okay. Nicht parried. Alter, das gibt's ja nicht! Normal kann man den so leicht staggern. Ja, das ist, glaube ich, einer der späteren, ne? Der Knight's Deathbird. Ja. Nein, nein, das gibt's an, die sind die Schlemme, die Right Bird hassen die. Oh. Ich hasse seine Mama so extrem, Alter. Heute fressen. Oh, der war knapp. Der ist gar nicht zu staggern, habe ich das Gefühl. Ja, eigentlich gingen die ziemlich kurz zum Staggern sogar, aber wir machen ihm zu wenig. Mann! Ja, zur zweit ist ja alles so unkontrolliert, Alter. Ja, ja, man weiß überhaupt nicht, was das ist. War, ja, ja, voll. Jetzt, mach oh. Es. Oh! Und da ist er weg. Nice. Tschö. Aber schön Alter, Seelen gekriegt. 1600, das ist eine Frechheit. Hä, wieso? Oh. Ich hab 20.000 Seelen. Was ist denn das Finger Slayer Blade? Das kenne ich gar nicht. Das ist von der. Du hast 20k gekriegt jetzt. Ne, ich habe irgendwie 20k. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ja, dann gehen wir leveln dahinter, Eddie. Aber was ist das für ein Blade? Wieso kenne ich das nicht? Das ist von der Rani Quest. Aber wo danke, ist das? Freunde. Das wird mir gar nicht angezeigt. Das kriegst du in Nokron. Da, in Nokron kriegst du die
die Fingertöter klingen, wenn du die Rani-Quest machen willst. Ist das eine Waffe oder was ist das? Nein, nein, das ist, das musst du der Rani geben, dass ihr Quest weitergeht. Ach, das ist ein Quest-Item, okay. Quest-Item, ja, okay. Ja. Das so, da hinten haben wir dann... Wo bist du jetzt? Zurück mit... zum Bonfire oder wo bist du ein bisschen weiter? Nein, ich bin noch vorgeritten. Da ist ein Bonfire und von da können wir jetzt zwei Bosse erreichen. Oh, wir können auch hier hinten in den Wagen gucken. Können wir auch machen, ja. Oh, da werden wir aber gefickt wahrscheinlich. Was? Quatsch, wieso denn? Ah, stimmt. Warum? Warum denn? Von wem? Hey, Schugerli, gute Nacht, meine Liebe. Huch, was ist jetzt? Hä? Achso, sorry, ich hab mich hingesetzt. Das war schlecht. Okay. Das resettet dann alles, oder wie? Warte, gehen wir zum Wagen, ja. Oh na, oh na, oh na. Da ist ein fliegender Astel in der Luft. Ja, ich sehe es. Ich hoffe die Teil. Aber ich dachte gerade, ich bin mega krass und hab die mit zwei Schlägen gemacht, dabei hast du dich nur ans Bonfire gesetzt. Jetzt kannst du die Kiste looten, weil die stehen geblieben sind, Eddie. Ja, ich versuch's. Ich lenk ab und du lootest. Du lenkst warum ab. Warum schaust du aus wie ich? Warum ist da... Warum nein! Bin... Och, Great Arrow, geil. Wo? Warum? Alter, ich kämpf mich... Ich kämpf da! Wo bist du? Ich kämpf gegen mich selbst. Hä? Ach so, weil das ein Mimic-Boss ist. Jetzt check ich's. Ach, welcher bist du denn? Ja, der nicht. Der, was die umgebracht hat, nicht. Was geht Scheiße. Hier ab, ey? Alter, lol, Alter. Aber wir haben doch schon einen Mimic-Boss gekillt. Ja, ja, das ist, weil ich eingestellt habe, weil ich Trottel bin, dass 1% Gegner kann immer Boss kommen. So, jetzt darf ich nicht nochmal stellen. Es liegen 20.000 Seelen von mir. Bist du, Eddie? Ich bin am Bonfire wieder. Ich muss ganz wieder zu dir reiten. Vor der Brücke. Okay. Ich habe Probleme mit mir selbst, ne? Weil ja, wir gehen jetzt da runter, Eddie, zum kleinsten Bossraum. Ich warte auf dich. Scheiße, ich muss leider reingehen. Es tut mir leid. Oh, geil, Eddie, das ist unser Ding, da parieren wir jetzt, komm. Ja, wo bist ich du denn? Ich warte auf die. Beim Bossraum in die Ruinen. Ach, da, ja, okay, warte. Den kann man super cool parieren, Eddie. Ich muss meine Seelen erst ja, machen. Kannst du halt, ich laufe im Kreis. Oh, nein, wo sind die denn? Da. Komm. Und kein Stress. Ja. Alter, was ist denn da? Ah, da ist noch ein Schneeriese. Der Eddie entdeckt die Welt. Nee, aber hier ist ja alles random. Ja, voll. Ich warte auf die Idee. Ich kann nicht absteigen vom scheiß Pferd. Ich weiß nicht warum. Jetzt. Oh, hier nichts klappt wie geplant. Alter, hier ist. Ich komme, ich bin gleich da. Ja, kein Problem, ich pariere und mache ihm keinen Damage dabei. Boah, da ist auch noch. Sag doch, dass einer vor der Tür steht. Ja, da steckt er okay, vor der Tür. Steht da. Ah! Ja, okay, den parieren wir jetzt, Eddie, komm. Okay. Oh, okay. Mach mal die Fässer weg, oder? Ja, mach mal die Fässer weg, ja. Wieso machst du die nicht weg? Das ist eine coole Frage. Mach die Fässer weg, Eddie. Ja, mach ich doch. Die stimmt, die hätte ich wirklich wegmachen können, gell? So, jetzt machen wir. Stark. Ich pariere und du gibst ihm ein Wissen. Oh. Oh, sexy. Sexy. Ach, ich liebe es. Das ist schon wieder so ein Fass. Yes, Alter, ich liebe es, Eddie, wenn du parierst.
Parry ist das geilste. Schaut, schaut euch diesen Parry-Gott an, Freunde. Seht ihr das? Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Der ist ansatzlos. Der ist best. Warte, komm, ein Backsteppen. Von der Schreit. Oh, jetzt mach ich hier meine Lieblingssache. Ey, der fliegt! Der fliegt! Der kann fliegen! Oh, oh, er hat mich! Oh, ich sieh's. Mieses Schwein. Oh, Alter, das hab ich, ist das geil. Ich liebe ihn. Ich mag auch. Alter, wie witzig ist das, Mann? Das ist so nice. Spell ja gescriptet. Und nein, bei mir ist nichts monetarisiert, Spell. Wir haben den Händler freigeschalten da drin jetzt. Diese hier, Achtung, sind wir, das ist ein Invasion. Necromancer Garrus? Ah, das ist ein Boss jetzt, der was natürlich hinter. Okay, ein Schlag. Okay, easy. Wir sind einfach so gut. Dauererstecker, ja, Chefkoch. Aber der Boss hier hat gar nichts gedroppt, oder? Nein, weil das ist nur ein Boss, der was die Zellen da. Freischalt und da kann man jetzt was kaufen bei ihr. Ah, okay. Also wirklich eigentlich nur Scheiße. Hat's leider. Aber kann man nicht wissen. Hey, Nation Demon, guten Abend, mein Lieber. Wrath of Gold. Das ist ja so Face-Zauber. Face-Bild habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich war noch nie. Weder Magie noch Fate, Face. 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 Gehen wir jetzt in Morn? Zuerst nur zum Bluthundritter rein da oben. Da ist auch noch Boss. Okay. Und Spockhost. Ja. Das ist das Geile in Elden Ring. Es gibt so viele Bosse einfach. Ey, das ist eh so. Kam ja teilweise so Kritik auf an Elden Ring, die gemeint haben, mehr Abwechslung bei Gegnern oder Bossen, wo ich mir denke, ey, ich kenne kein Rollenspiel, was so viel unterschiedliche Gegner und Bosse hat. Das stimmt. Natürlich gibt es auch mal 2, 3, die sich wiederholen, aber es sind halt trotzdem insgesamt, weiß ich nicht, 40 verschiedene Bosse. Voll. Und weiß ich nicht, hunderte von Creatures und Gegnern zum Aufregen, Also, das klingt dann immer so, als ob man verzweifelt irgendwann. Ich kann ja andere Kritikpunkte kann ich ja verstehen, aber die Gegnervielfalt fand ich schon krass in dem Spiel. Ich find's auch gut. Ja, und bei 165 musst du ein bisschen recyceln. Ja. Also für ein Open-World-Spiel ist das schon. Ja, mega, mega. Hey, wunderschönen Foxinetta. Wer ist es? Komm, wir katapultieren direkt hoch. Oh, Alecto! Du katapultierst Alecto hoch. Den kann man auch geil parieren. Ja, aber der ist ganz aus dem Gebiet rausgeht. Oh, du Sau. Der ist ganz base, ja. Ja, das ist doch eigentlich Black Knight Tische. Das ist der Oberhaupt, ja. Der Oberhaupt, Gigi. Jumped, Alter. Und geht nur auf mich. Das reicht's. Da gibt sicher viele Seelen. Oha. Da kann man backsteppen. Der Oberhaupt den Nächsten, ja. Und da fliegt. Ey, ich fände die Webmart so geil. Jeder Gegner fliegt einfach. Ja, Fire Giant leider nicht. Ja, das wäre so lustig. Wir kommen aus dem Busch, du Arschloch.
Oh, sorry. So. Backstep indeed. Weißt du, so gut. OP eigentlich so. Achtung, Stagger. Stagger mit der Weapon Art auch noch so krass. Das ist schon eine gute Weapon Art. Ja, ich glaube, ist echt geil. Man kann seine ganzen Attacken canceln. Mit dem R2. Er macht aber gar nicht seinen Special Move. Ich mag die Black Knives, ich finde die geil. Ich habe halt die Waffe auch gern gespielt. Die habe ich auch auf Max-Level gemacht. Die habe ich noch nie gespielt. Ist die geil von der Weapon Art her? Ja, die ist geil, weil dann macht er diesen Sprung und dann macht er diesen. Was ist das für ein. Ist das dieses Gift? Dieses Poison? Ja, das Ding, ja. Und das kann richtig krass die Leisten auch von Bossen runter tiggern. Okay, geil. Also das mag ich schon sehr gerne. Und es sieht auch einfach super geil aus, wenn dann so in die Luft. Achtung, weg. Ja. Der ist mega, mega. Montagsmal, Herminator. Oh. Zwei Drittel weg. Der ist best. Backstep, mach was! Da. Der ist mir auf den Fersen. Warte mal, Eddie, darf ich mit einem Parry beenden? Ja, klar. Da brauche ich aber. Ich brauche den Schleif am Boden. Den macht er. Warte, ich brauch. Boah. Ich würde gerne mit einem Parry beenden. Warte, muss ich wegschneiden? Wenn es dich nicht stört, Eddie. Mach. Wir sind alle gespannt. Ich brauche nur den Schleifer. Das muss man ein bisschen triggern. Ich glaube auf Halbdistanz, nicht zu weit weg. Arschloch, komm, mach jetzt. Jetzt bitte mach. Er ist wie das es war's, ne? Ja. Da ist es. Da ist er. Danke, Ede, gell? Gerne. Arme wollte ihn parieren, die Sau. Er sitzt in der. Malenias Helm. Geil. Das ist natürlich eine Scheißbelohnung. Das ist eine Scheißbelohnung, aber eine stylische Belohnung. Das stimmt, das schaut geil aus. Fashion Souls. For the win, auf jeden Fall. Malenia, weiß nicht, was sagst denn du eigentlich zum Boss-Design von Malenia? Ich finde das so geil. In der zweiten, diese Valkyrenform, ne? Ja, ich finde alles geil an Malenia. Auch überhaupt, der ganze Auftritt ist so episch. Ich wollte mir so, man kann im Internet, bei Etsy oder so, kann man sich so ein richtig großes Ölgemälde von Malenia kaufen. Das wollte ich machen und mir hier in den Streaming-Raum stellen. Ein Riesenfan. Ne. Ja, ich bin da. Nimmst du nicht den Helm? Ja, dann habe ich Heavy Load, das ist das Problem. Ah, okay. Ja, morgen könnte man noch angehen, oder? Das wäre nur Hauptboss auf jeden Fall. Ja, let's go. Lass noch schnell zum Morn und dann. Ja. Bis. Achso. Ja, das kriegen wir noch hin. Jetzt geht's hinaus bis 22:30. Ja, aber es ist jetzt 10 Minuten länger, dann ist auch nicht schlimm. Ja. Hey, Shiro, Ehre, mein Lieber. Weißt du, was die Met Gala ist? Sagt dir das was? Hast du davon schon mal gehört? Met Gala in, ich glaube, in New York vom Metropolitan Museum of Art. Das ist so eine High Society Celebrity Gala, wo irgendwie die größten Stars der Welt mit den teuersten Klamotten der Welt dann über den roten Teppich laufen. Okay. Und eigentlich komplette Scheißegal Veranstaltung, aber die gehen haben dann da irgendwelche Klamotten an für 1 Million Euro und gehen über den roten Teppich und so. Und ich habe mir gedacht, man könnte sowas mal in Elden Ring organisieren. So mit ganz vielen Leuten und dann so einen roten Teppich, weißt du?
oder so ein, wie so eine Modenschau. Und dann und läuft jeder so jeder, sie, oder was? Ja genau, und jeder zieht so ein richtig geiles, irgend so was richtig geiles an und dann wird das so richtig kommentiert und... Alter, das wäre so nice. Ich komme und hier sehen wir jetzt Jack Frobst, Jack Fromsoft, er trägt jetzt hier, weiß ich nicht, den Malenias Helm extra angefertigt. Boah, und so dazu geil. Ein Godskin Noble Trousers und keine Ahnung. Die fette Wampen von die Godskins da. Und, ja, und da machen wir so ein richtig schönes, machen wir so einen richtig schönen Modenschau. Es wäre so cool. Ich bin mir sicher, dass viele und die Leute gucken. Ne? Stell, guck mal, wenn du da jetzt so, bleib mal da so stehen. So, und ich laufe dann hier so, weißt du, ich mache dann natürlich ohne Waffen, weil wir sind ja Models. Warte mal, wie mache ich die Waffen weg hier? So. Und dann komme ich dann so hier an. Ah, ja, ja. Mm, ja, ja. Und dann bleibe ich hier kurz stehen. Und dann drehst du um. Und dann drehe ich um und geh wieder. Und dann kommen die Nächsten, so, weißt du, dann suchen wir uns eine Stelle. Ja, und die, weiß nicht, so wie bei Germany's Next Topmodel, irgendwer muss ja die Show gewinnen, das geilste Kostüm. Genau. Oder so, das gewinnt dann. Alter, das wäre halt echt. Ich bin mir sicher, dass viele wirklich mitmachen würden, die was sie halt da verkleiden, weil das war echt geil. Aber wie die kennen, Eddie, ist das einfach nur wieder Scherz und du verarschst mich. Nein, ich verarsche dich nicht. Das war wirklich cool, sowas. Ja, ich wüsste doch. Aber okay. Also, warte, Eddie, wir müssen auf Nacht schalten, ja, weil stimmt. Du bist ein Boss. Auf was würdest du, Bambi, hast du schon beim Händler hier überhaupt? Ah, ja, boah, stimmt, ich weiß es nicht. Hier ist ein Golden Seed auf jeden Fall. Golden Seed geht immer. Purifying Crystal Tear. Blood of Blood. Ah, der ist nicht so gut. Ja, wenn der Blood of Blood zu früh kommt. Stimmt. Wo Gargoyle Schwarzritter Helebalis haben ist. Die Haarschrifttrolle kann man kaufen. Gargoyles Blackblade ist da. Das ist schon ganz gut. Ja, die Gargoyles doppelt schwarzen Klinge, ja. Die ist auch ziemlich gut. Der Schmierstein 2 braucht man auch nicht. Darknet, wunderschön. Ein Cosplay-Event, Mathis, sowas in der Art, ja. Ja, wie so ein Cosplay-Event, nur halt in Elden Ring. Ich würde das Radagon gerne. Ich finde das so lustig. Ja, aber geil wäre es natürlich, wenn man es auch so ein bisschen mischt oder so. Also, weißt du nicht jetzt. Du könntest ja zum Beispiel auch komplett, so wie jetzt. Du bist halt nackt und hast nur Malenias Helm an oder so. Bin ich sofort dabei. Und es wäre halt geil, wenn man auch Publikum hätte, wenn hier überall Leute stehen würden, die das so angucken. Weißt du, bei so Modeschauen, da sind ja dann auch immer... Wir haben schon wieder nicht auf noch gestört. Wir sind so dumm. Wir sind wirklich sehr dumm. Aber das war so witzig, das Kerl. Ich bin mir 100% sicher, dass die Füße gern verkleiden würden. So ein cooles Event müssen wir da auf die vier stellen. Warte mal. Grüß dich, Mergott. Was wäre nur cool? Doch, Bosse sind auch random, Chat. Ja, Bosses sind random. Alles ist random. Und was kommt? Kommt schon wieder dieser Wichser. Ja, da gibt's ja 5 davon. Darum kommen die so oft. Aber ich glaube, kann das sein, dass das einfach ausgetauscht ist, dass die... Weil das immer, wenn jetzt ein Black Knight Ritter war, war es irgendwie auch ein Deathbird, oder bilde ich mir das ein? Oder ist das Zufall? Das kann natürlich auch... Wollt ihr keine Lebensleiste? Doch. Bei mir nicht. Den haben wir jetzt zum 4. Mal bekämpft. Ich brauche unbedingt Ausdauer, Mann. Ja, machst denn du? Okay, warte, bin ich da. Mach mal, so weit weg. Aber das ist das gleiche Moveset wie Gargoyles haben die, oder? Ähnlich. Ja. Sind dir auch schon Movesets von Bossen aufgefallen aus älteren Souls-Spielen? Ja. Also aus Dark Souls 3 haben sie ja auch einiges genommen. Aber ich meine, die haben sogar aus Dark Souls 1 Sachen genommen. Ja, absolut. Die haben zum Beispiel, ne, also Malekith. Ne? Malekith hat mit der Black Blade diesen Spin to Win, wo sie dreht. Ne? Mhm. Da dreht sie komplett einmal rundherum mit der Black Blade. 1:1 von Sif übernommen aus Dark Souls 1. Ja, stimmt. Dasselbe Move.
Und das ist mir bei einigen Bossen aufgefallen. Sexy. Warte, die machen. Das gibt's ja nicht. Ja, Mann. Stimmt, du hast recht. Gojek hat Teile von Geld, das findest du nicht so König. Aber ich geb dir komplett recht, Eddie. Da gibt's wirklich sehr, sehr viel, die was sie komplett ähnlich sind vom Moveset. Bei wem haben wir denn das nur gedacht? Naja, die Omen-Killer, ne? Ja, die Omen-Killer, die vom Ziegendämon. Stimmt, ja. Die sind komplett vom Ziegendämon so beeinflusst, so mit den Sprungattacken und so. Fällt dir nur wer ein? Und die, ich meine, die Tree Giants sind doch. Absolut, ja, Azuldämon, ja. Ja, genau. Und ja, da gibt's einige, voll. Wer fällt mir nur eigentlich? Oh Gott, kennst du da der Boss? Wollen wir den machen oder nicht? Was ist das überhaupt, der Boss? Na, der Boss ist da oben. Das ist ein Standardgegner, den braucht man gar nicht. Gehen wir nach Morne rein, oder? Ja. Ich bin schon fast da. Mhm. Hier fehlt der Riese. Stattdessen ja, ist er ein Fickfrosch. Fickfrosch. Ja, guck mal, der kleine Frosch bewacht hier Morn. Stimmt, König, diese Halbmenschenkönigin, König sind wie die Osiris zum Beispiel, stimmt. Bei wem habe ich mir nur gedacht, dass der. Das ist echt ein gut. Oh, da liegen zwei legendäre Items einfach. Eddie. Komm. Zwei Ledges. Aber wen haben wir nur gedacht? Freunde im Chat, wer ist denn noch? Ja, Freunde, aber ich sag's euch gleich, ich richte mich nur immer noch an Eddie, weil der Eddie ist ein viel beschäftigter Mann. Der Eddie sagt, wann's bei ihm wieder mal geht. Und dann zockt man. Möchtest du in Randomizer weiterzocken, Eddie? Voll, ja. Gell? Machen wir wieder mal eine Session auf jeden Fall. Voll. 46 Echo. 30.000. Ja, zünden wir jetzt hier am Bonfire. Safe. Das ist ganz geil beim Randomizer, dass man einfach so die Echos kriegt. Ja, voll. Liegen einfach random herum, ne? Ja. Da kriegst du. Wie gesagt, ein Randomizer kann voll witzig sein, ein Randomizer kann aber massiv anstrengend sein. So, ne? Wirklich da jeder zweite Gegner wie so ein Gargoyle ist, dann vergeht er oft die Lust da, aber dann hast du halt wieder richtig epische Fights. Ich muss dringend. Ich hab einfach 8 Konditionen, Mann, mit 2 Händen. 8. Gehe ich auf 30 Hells. Bist du 30 Leben? Krass. Nur 3. Und jetzt 27 Strength. Ist stark. Jetzt wird's schon teurer. Aber warte, ich hab doch sogar. Habe ich nicht noch eine geile Seele im Gepäck hier? Seele, du sagst da nur Seelen. Wir werden immer Seelen bleiben, oder? Es ist immer Seelen und immer Bonfire. Ja. Voll. Und immer Estus. Und immer Estus, genau. Ja. Kein Mensch sagt, oh, meine Ask of Crimson Flask. Oder ja, was nein. Weiß ich. Sorry, FromSoft. Ich glaube, die ganz was mit Elden Ring eingestiegen sind, die sagen halt das schon, weil die kennen halt die anderen Spiele nicht, aber ja. Wenn du Souls gespielt hast, ist das Estus Seelen und das Bonfire Ende. Auch in Bloodborne sind Seelen und Bonfire, so. Ja, auch in jedem anderen Spiel ist das mittlerweile so. Ja, voll. Wenn ich mich irgendwo heile, dann sage ich auch nicht Healing Potion, dann sage ich auch Estus. Estus ist so geil. Also ich sage sogar im echten Leben, wenn ich zum Arzt gehe, Medizin, können Sie mir ein bisschen Estus verschreiben? Ja, voll, safe. Ich hab so ein Kratzen im Hals. Ich brauch Estus. Ein bisschen ein Estus. Ich weiß, dass du das nicht machst, Eddie. Aber es war witzig. Das war Quatsch. Guck mal hier. Runenbär dahinter einfach. Wollen wir mal gucken, was es statt dem Claymore gibt? Safe. Aber da liegen auch noch Items. Klemo ist halt auch so. Oh, das ist mein Lieblingsunterteil, wie man das sagt. Den ziehe ich gern an. Also, wenn ich mal nicht Knockout spiele, nehme ich immer den. Das ist der Rock von Radagon. Ja, hier sind die Radan-Handschuhe. Also auch nicht unbedingt
lohnt sich nicht unbedingt. Tränen und Flaschen. Ja gut, Tränen sage ich schon. Nation Demon, Tränen, weil... Was ist das in Dark Souls? Was war in Dark Souls 1, Ede, dass der Estus stärker wird? War das nicht die Feuerhüterseelen, oder? Ja, genau. Ja, Feuerhüter. Ja. Und in Dark Souls 3 waren es diese untoten Knochensplitter, glaube ich. Oh, ja, Undead Bone Shard, ja, kann sein. Ja, ja. Oder Dunstulpen. Du hast da schon alles weggekillt. Oh, du Scheiße, was ist denn hier, ey? Ja, da kämpfen sie da oben. Oh oh. Komm. Komm schon. Das war knapp. Ich sehe, dein Leben ist. Heil dich nochmal her. Ja. Oh Gott, was ist denn da los? Ein Wurmgesicht. Ja. Und die sind doch auch aus Bloodborne, die Sackträger, weißt du? Ja, voll, das stimmt. Und wenn du im. Das ist genau das. Und wenn du im Bloodborne durchs unsichtbare Dorf Yharghul gehst, muss ich damit sagen, Eddie, stehen einfach wirklich original Statuen da, die was original wie die Wurmgesichter ausschauen. Ja. Wo bist du jetzt lang? Ja, ich bin. Ich bin hier nämlich hochgegangen. Okay, ich komm gleich. Na, da bist kein du Problem. Bist Wurmgesicht. Ja, ich komm, ich helfe dir. Okay, das ist. Sollen wir? Das könnte schwer werden, wenn wir den ersten weg da. Okay, du bist gleich tot, Eddie. Der Cursed, ne? Ja, der Cursed, ja. Weil da gibt's das! Wir treffen aber auch nicht jetzt. Okay. Hast du hier schon die Items genommen? Ja, da war, glaube ich, irgendwie sogar. Der Wichser da. Achtung! Wann kriegt man nochmal den zweiten Talisman-Slot eigentlich? Ach, das ist ja auch random, oder was? Das ist random. Da müsste man die Händler absuchen, die Bosse legen und vor allem auch die ganzen goldenen Bäume absuchen. Okay. Das machen wir aber eben, wir sind nicht gründlich. Wir können das aber auch beim nächsten Mal, ich kann das umstellen, dass diese Sachen nicht gerandomized sind. Ne? Dass wirklich nur die Bosse und Items bleiben und Schlüsselgegenstände und Talismane, dass das, also Talisman-Verbesserungsbeutel, dass die da bleiben, wo sie sind, können wir auch machen. Ja, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, ist nur. Ich finde es auch ganz geil. So. Weil man kann ja dafür auch sein, dass wir gleich zwei Talisman-Slots ineinander finden. Es kann sein, dass ein Händler auf einmal alle drei verkauft oder so. Mhm. Habe ich auch schon mal gehabt. Oh, Kackfrosch. Cursed. Die haben mir in Dark Souls als. Seitdem hasse ich die so sehr. Im Baum. Fast. Ja, im Baum oder in die Tiefen. Ja. Das war ja so krass da dann. Das war ganz krass, die waren ganz Cursed krass. Zu heilen. Ja. War nicht so einfach wie hier. Und was ist nur bei der Vanilla, also bei der Release Edition für Dark Souls? Ja. Beim Release Day, Wenn du jetzt in Dark Souls verflucht wirst, ne, dann ist halt Hälfte Leben weg. Und bei der Release Edition ist immer weiter weggegangen. Ja, genau. Weißt du das noch, Eddie? Das war zu. Da hat sich die Hälfte nochmal halbiert. Nur mehr halbiert und kann sein, dass du ein Millimeter Leben nur mehr hast. Ja. Und dann findet man so einen Stein mit Millimeter Leben, so hart war das. Du konntest, ja, du warst quasi. One-Shot. Mit dem Gegner One-Shot? Ja, One-Shot. Oh nein, ich bin runtergefallen. Aber du lebst auf jeden Fall. Ich lebe. Ja. Das oh war nee, so die dummen Maidens. Die Hosse ist so extrem, die das sind meine. So krass. Absolut. Geh mal weg. Leiter hoch, du liegt da noch ein Item. Ja. Achtung, hier ist die Maiden auf der Spur. Ja, ich sehe schon, wir haben nur noch mehr. Ja, die Maiden
Fickt mich. Bin tot, aber es ist okay ja. für mich. Nee, ist ein Butterfly, kannst du vergessen. Brauchst du ja, nicht hochkommen. Treffen wir uns dann einfach bei der Gnade unten. Ja, ich fürchte fast. Die stehen unten an der Lampe, die stehen alle unten an der Leiter und warten auf mich. Warte, die kommen schon. Ach so, Scheiß, ja. Ja, ich versuch's einfach für dich. Klar, bitte. Es muss sein, Dark Souls zu hart. Ja, okay. Warte, springen wir da runter gleich. Jawohl, geschafft, gell? Ja. Muss ein Dark Souls so geil war. Warte, du bist. War das war knapp, okay. Das Beinharte, wenn du das Herrschergefäß noch nicht hast, ne? Wenn du was nicht hast. Da liegt der geile Schwert, Eddie. Bist du schon runtergesprungen? Nee, ich bin hier. Oh ja, Ordovis. Das ist ja ein nices Teil. Das ist und geil, du das ja. Herrsch. Das, ja, das ist das von den Schmelztiegelrittern, ne? Ja. Nee. Ja, ja. Das Schmelztiegelschwert. Ach das, ja, okay, doch. Frosty, wunderschönen. Ja, was der in. Du musst aber den das Dark ist Souls. Nicht so eine, das ist gar nicht mal so eine gute. Die dauert zu lange und macht zu wenig Schaden. Ich mag. Ja, die Weapon Art ist. Ich finde einfach Schwertgeil, ja. Was von dir, was weshalb von die Schmelze ist, so, ne? Also, was wolltest du sagen? Sorry. In Dark Souls, du musst du zuerst Ohren stellen und Smaug besiegen, dass du traveln kannst. Ja. Ne? Und wenn du da in die Katakomben zuerst gehst, wo es stockfinster ist und du hast das Herrschergefäß noch nicht, oder du gehst zum Aschesee runter. Dann musst du alles wieder zu Fuß zurück. Du musst alles, das war so, das ist so, ich finde, das ist viel härter als das ganze Elden Ring Stuff, so. Ja. Ja. Ja, es ist halt einfach. Es verzeiht nicht so viel wie hier zum Beispiel. Es verzeiht nichts, voll. Bist du schon durch den Raum oder? Ich bin durch den Raum, ich bin beim Bonfire. Aber da war ein Item noch, ne? Okay, warte, dann holen wir es uns. Im Raum drin? Ja. Ah ja, ich sehe es. Okay. Da sind keine Gegner mehr. Hast du die weggehauen? Nee. Oh ja, sie kommen erst. Okay. Wieder rausgerollt. Alter. Ey, kennst du diese auf YouTube Carbot, diese Comics? Ja, die diese waren Cartoons? Am Anfang so lustig, die waren lustig am Anfang, ja. Commander Nail haben wir drin, Eddie. Das ein geiler Perry-Boss. Ja, das sieht man von da. Kannst von da im Bossraum schauen, schau her. Oh ja, Moment, ich will das Item da hinten noch holen. Da hast du es schon geholt. Ich hab's, ja gut, das war ein Steinschwertschlüssel, das war eigentlich gar nicht so unwichtig. Warte, die hilft da schon. So, ich muss nochmal zum Bonfire. Alter, wie viele Pfeile in mir stecken. Leute, das wäre auch ein geiles Kostüm für den Bonfire. Das wäre ein geiles Kostüm für den. Das ist ja geil aus, ja. Wenn du so da langläufst, hast du. Aus Paris. Ja, voll geil. Mit den ganzen Pfeile drin, wie der Boromir ist ja der Ringe. Dieses Kostüm soll die Selbstgeißelung des Mannes in der Moderne zeigen. 17 Pfeile. 17 Pfeile. Durchbohren den Körper des Models. So richtig auf Kunst angelehnt. Ja, yeah, genau, so richtig ein auf. Ja. Bedeutungsschwanger. Ja, voll bedeutungsschwanger. Das ist ein guter Talisman. Der gibt dir mehr Fluchresistenz, mehr Todespestresistenz, ne? Ah, okay. Da hinten steht einfach Loretta, okay, random. Aber als Boss? Nee. Da hinten, doch ist die Boss-Variante, aber sie ist halt ein normaler Gegner jetzt. Ja, okay. Ist irrelevant für uns. Und da ist noch ein Item hinten. Ja, was willst du sagen über die Carbots-Videos, dass du die witzig findest? Ja, ich fand die witzig und du bist eben aus diesem einen. Du bist ja eben so rausgerollt, so wie der immer in den. Also ja, wir beim Market rundherum. Ja, ja, das sah so lustig aus. Diese Panic Roll, ne? Mhm. Nekuro, wunderschönen. So. Ich bin ja ein riesen Commander Nail-Fan. Ich finde den komplett underrated, den Boss. Ich mag den total. Was magst du an dem so? Dass man so geil parieren kann. Und dass die ganze Design so. Er trifft natürlich.
stark, stark. Weiter! Kann man den backstabben? Nein, nur parieren. Hast du ihn pariert, Alter? Sicher. Alter, geil. Ich liebe den. Das ist so ein richtiger... Warte, ist weg, weg, weg. Er macht schnell. Das ist so ein richtiger, wuchtiger Fettsack. Ich mag das. Genau, immer noch einen Landen kann man eigentlich dann parieren. Das geht aber wild jetzt hier. Der ist geil. Ich fänd den Boss so geil. Alter, was eine Reichweite. Er bloßt einfach weg. Oh, das danke, Ede. Der hat mir so gehabt gerade, Alter. Der hat mich gerade so weggehauen. Geil. Eieiei. Schön. Die Musik ist auch gut, wo ist denn die? Die 46-Musik. Weil wenn du den zum Fliegen bringst, dann kriegst du von mir 100 geht Euro. Leider nicht. Geht leider, ich hab's versucht. Der fette Home fliegt nirgends hin. Ah, der ist best. Oh, Frostbite, scheiße. Achtung, Achtung. Der blitzt da so geil. Mann, haut der rein, ey. Der haut richtig rein, ja. Der passt irgendwie doch her. Man kann den ja normalerweise... Nee, ach Quatsch, ich verwechsel den. Was? Mit dem General Dingsbums. Radam? Nee, da in... In Kaelit. In Kaelit, wo du... Da ist ja auch dieser eine General... Mhm. Den kannst du reitend machen. Richtig, richtig. Der O'Neill. Aber ist das er? Nee. Das ist der Commander Neil und das andere ist der Commander O'Neill. Ich habe keine Heilung mehr. Und er hat mich gerade am Visier. Okay. Sehr gut. Aber leider... Ja. Was? Nochmal. Warum? Ja, der macht ja so viel AOE-Damage mit seinen Eis-Scheiß. Ja, das ist alles. Ja. Und die Reichweite ist auch ziemlich krass um ihn rum. Ja, voll. Alles ist die Astl-Musik, JJ, stimmt, das, was du sagst. Ja, das ist ein bisschen schwach. Der heißt Commander Neil und der im Sumpf heißt Commander O'Neill. Ja. Also eigentlich der gleiche Boss so. Ja, nur dass du den halt wirklich mit dem Pferd machen kannst. Redfield, guten Abend, mein Lieber. Ach, warte mal kurz. Kann ich nicht schon die... Ashes of War? Naja, ich hab nichts anderes. Determination. Gibt's? Was ist denn Determination? Hab ich irgendwas? Aber wir haben eigentlich das Gleiche, gell? Heißer der Wille. Ein bisschen besser, Foxy. Wo kriegt man den? Achso, das ist random, logischerweise. Was denn? Fürs Heavy-Build. Ja, das ist leider auch random, kann bei jedem Händler sein. Solche Wichser da. Ja, schön, hab ich einen mitgekriegt. Ja. Danke, Foxy. Ihr dürft den Gebietsboss herausfinden, ja, danke. Oh, okay. Oh, Frost. Frosty Bite. Frost.
Einer so gestört, die Ritter da. Ach man, ey, jetzt verbrate ich hier an den Pfeifen. Yes. Jetzt macht er wieder Wind des Todes. Er wendet. Damage ist aber ganz gut. Ja, du hast ja kein Parry. Okay, nochmal. Willst du mal mein Parry-Shield haben, Eder? Nee, ich kann ja mit meinem auch parryen. Ist ein bisschen, ja, aber nicht zu so kurz. Nicht zu so kurz. Ja, ich weiß, ich weiß. Du hast weniger Frames, ne? Ich kann das droppen, wenn du willst. Ich brauchst ja selber. Nein, dann kannst du mehr parieren. Ich parriere eh. Du parriere eh nur die ganze Zeit in meinem Leben. Kannst du gern droppen, wenn du das haben willst. Nee. Ich will nicht, dass du... Du machst deine... Ist schon okay. Okay, das, aber... Ich gesagt, weiß, wie sehr du... Wie gerne du parryst. Ja, es ist einfach mein Leben. Es ist einfach mein Leben. Bist du schon beim Boss? Okay, auf dem Weg. Okay. Pinky, gute Nacht. Einfach ganz morgens hinter dir her. Warte, geh rein, Eddie, weil hinter dir ganz viel. Ich bin ja schon da. Alter, wer schießt du von hinten rein? Das ist der Grab von ihm, ne? Irgendwer ballert da Magie. Oh, schön. Ah, zwei Hände ist schon geil. So, jetzt aber. Jetzt macht man. Also, wenn er zu dir springt, Eddie, einfach nach hinten ausweichen und sofort parieren. Das geht immer. Nach hinten rollen, meinst du? Ja, genau, ich roll nach hinten und parry. Immer, ganz easy. Bei jedem Sprung. Der ist auch so besser. Der hat mich eben gekillt, jetzt mach das. Probier's mal, Eddie. Probier. Ja, schlechtes Timing. Kein Problem. Ach man, leck mich doch am Arsch, verdammte Scheiße. Ja, aber unser mit Rembis in der Combo. Der haut halt auch richtig zu in einem mega Damage Output. Mann, ey. Nation Demon, den kann man auch gut ohne Parrys besiegen. Ich habe damals sogar einen Bossguide gemacht, da habe ich ihn selbst noch gar nicht besiegen können, Nation Demon. Der hat dann doch einige Fenster, wo du gut zuhauen kannst. Aber er macht halt mit. Ich finde, jeder Boss macht mit Parrys ein bisschen mehr Spaß so. Außer in Dark Souls 3, da sind die Parrys eine Frechheit. Der Zweihänder hat nicht die besten. Also, du kriegst nicht den besten Parry-Bonus, ne? Safe nicht. Der hat wenig Crit-Damage. Glaube ich gar nicht sogar. Der nervt mich jetzt. Also fetter Hund. Das Gefühl, dass du mehr Damage machst als ich irgendwie. Ich glaube, du hast schon mehr Stärke. Ah, herrlich. Das Geräusch immer wieder geil. Todeskreis. So, er macht jetzt 100% den Sprung. Du bist gebückt, Eddie, du bist gebückt. Ja, wegen einem Schild ist das. Sag das wegen einem Schild. Ich kann mich irgendwie überhaupt nicht richtig bewegen. Ja, ich weiß. Ja. Deswegen.
Das ist wegen deinem Schild, Eddie, weil ich sag's immer wieder dazu, nur der Buckler hat die besten Frames, ne? Ich nichts treffe, ey, das nervt doch krass. Komm mal mit zu mir her, Eddie. Warte mal. Oh, jetzt treffe ich den scheiß Grabstein, ey. Komm mit zu mir her, Eddie, da. Ja, ich kann grad nicht. Wo bist du denn? Da. Ja. Da. Na gut. Das Ding wird leichter. Alter, dieser Windsturm, Alter. Dieser deppert jetzt. Alter, diese Range von dem. Ja, man kommt überhaupt nicht an den Rand. Ich sehe nichts. Nochmal. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Kein Bock mehr? Ja, einmal noch. Letzter Try, okay. Letzter Try. Letzter Try und dann hören wir auf. Ja, passt, Eddie. Sack. Ja, ich verstehe das. Den habe ich nicht so schwer in Erinnerung. Aber da war, als ich den im Spiel getroffen habe, war ich wahrscheinlich auch schon overpowered. Und du darfst nie vergessen, es kommt immer beim Koop dazu, der Boss ist einfach komplizierter und chaotischer. Ne? Einmal geht er dahin, einmal geht er dahin. Ich fände das immer ein bisschen schwieriger zu zweit, weil, ja, so kannst du halt schwer lernen, wenn er einmal zu dem springt und dann haut er dahin und so. Ich finde, allein sind die Bosse einfach besser zum Lernen. So. Aber ey, ich hab den echt ganz anders in Erinnerung. Ja, der ist hart, der Commander Nell ist hart, ja. Bist du schon drin, Eddie? Ja, schon längst. Kämpfst du schon. Okay. König, mein lieber Ehre. Oh Mann, ey, das fickt euch! Ich fühl's. Ey, mein Schlag ist einfach durch die durchgegangen. Ja, fickt's. Ich krieg auch gerade aufs Maul. Fick doch der Mutter! Ich hab auch offensichtlich Probleme mit dem Zweihänder. Ich hab den nie gespielt. Hier, komm. Fette Sau hier, komm. Hey. Warte, Eddie. Mann, ich hab ja gar nicht den Backline in der Hand, ich hab zweihändig. Bin zweimal versucht, zweihändig zu parryen, ey. Heldi. Ja. Und jetzt machst du den Parry, ich spür's. Sprung nach hinten und dann der Parry. Naja, er trifft mich nicht mal. Na, der scheiß Wind. Ja, wir können dafür heute aufhören, Eddie. Außer der Ego sagt, du wüsst nochmal. Ein Mann. Okay. Warte, lass mich töten. Alles geht schief. Er ist ein Hurensohn, ja. Das ist aber, wenn man Tilt ist, erstmal, dann geht gar nichts mehr in dem Spiel. Ja, das ist. Wenn man chill ist, wenn man so ausgeglichen ist und einem alles egal ist, dann ist man immer gut. Aber wenn man wütend ist und sauer ist, dann geht nichts mehr. Bei mir ist das so. Ich höre dann meistens auf, wenn ich komplett wütend bin. Und nächsten Tag habe ich einen First Try so. Das ist echt irgendwie so ein Phänomen. Aber wenn man sauer ist und man will es zwingen, dann funktioniert halt gar nichts mehr so. Ja. Gute Nacht, JJ. Wird der Finger Sir Edmund? Oh. Redfield, moin. Die zwei Summons müssen auch unbedingt sein. Ja, ne? Ja, schön. Einfach, schön. Das ist so typisch FromSoft, dass die einfach einen nochmal irgendeine so Nervscheiße da reinbauen. Ah, ficken. Die mich einfach schon zwei Essos kostet.
Ja, voll. Die sind einfach nur da, damit du einfach weniger Estus hast gegen den. Ja, der ist er erwischt mich immer mit dem Jump. Ja, er erwischt dich mit dem. Was, geh weg, weg. Weil die Kamera auch so scheiße dann ist, wenn er das macht. Ja, jetzt. Ja, der war, genau das ist der. Den Move. Wenn du den einmal kannst, ist der leichteste Boss, ne? Da wartest du immer auf den Sprung. Na gut, der war sehr verzögert, der Hurensohn. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ja, teil dir, Eddie. Hab ich, wir haben den Stein, hab ich nicht. Ich habe hier das Problem, dass das Bücken auf der Taste ist. Was weiß ich nochmal. Zu mir brauche ich, kann nicht mehr parieren. Das ist so komisch, was er da macht. Winter is coming. Kommst halt nett an den Rand. Ja, ist klar. Ja, der war best. Scheiß, begrüß die Fresse, du. Oh, yes, indeed. Wir haben noch nicht mal die Hälfte ihm abgenommen, das gibt's doch nicht, ey. Alter, das will eben. Hat Hobby über. Hobby irgendwas, was ich. Hobby, was ich jetzt zum Parieren nehmen kann? Ja, mein Schild. Warte, ich habe eh was da. Okay. Ja, genau, mit dem Schild kannst du nicht parieren! Mit einem Holzschild! Alter, man kommt nicht an ihn ran, ey. Na, der macht Wind. Der ist nur am Winden. 190. Jetzt, ich spür's. Du Wichser, also nicht du, sondern er. Aber ich auch. Geiler Fetisch schon. Aber wir machen ihm 0 Damage, ist ja so schlecht. Auch die Parries. Ich hab gerollt! Ja, ich hab 6 hängen. So. Jack. Lassen wir uns für heute, oder? Den heben wir uns auf fürs nächste Mal. Heben wir uns auf fürs nächste Mal, wenn wir wieder fit sind. Dann holen wir uns 2 Buckler, also dass jeder einen hat. Ja. Können wir machen. Nicht wissen, wo. Doch, ich kann im Spoiler-Log schauen, wo er liegt. Das ist aber Cheaten. Das stimmt auch wieder. Das stimmt. Aber haben wir nicht irgendwo schon einen zweiten Buckler gefunden? Na. Der kann überall liegen, wie gesagt. Das war wirklich Cheaten, du hast recht, wenn man reinschaut. Aber ist ja wurscht, ich brauche einfach irgendeinen Schild, der was ähnlich ist wie der Buckler. Es gibt ja schlechte, mittlere und halt dann den Buckler so. Der Buckler was ist der ist denn König hier, so. Warte mal, was ist denn hier mit dem hier von mir, warte. Gib mal. So einen eisernen Rundschild. Der kann ja da. Ja, der könnte auf jeden Fall besser sein, ja. Weil der ist kleiner. Ja. Ich hab das Gefühl, der ist schneller als meiner. Aber deiner geht nach oben. Schau, das ist der Unterschied, Eddie. Meiner geht zur Seite, ja? Und du gibst richtig nach oben und das sind die Frames. Ne? Das ist das, warum der Buckler einfach der Beste ist. Weil der dann länger, das Fenster länger ist, oder was? Ja, genau, das Fenster ist einfach länger, ja, voll. Der Goschen, ja. Alter, what is denn, what the fuck? Ja, aber es hat mir mega Bock gemacht halt wieder, ey. Es war wirklich. Ja, war wirklich schön und dieser Randomizer cool. Hat echt Bock gemacht auf jeden Fall. Macht wirklich Bock, gell, weil du halt immer diesen Überraschungseffekt hast, gell? Ja, weil es ist nochmal was Unberechenbares und voll. Wir kennen ja beide das Spiel schon echt recht gut, sodass dann macht zwar immer noch Bock, aber es ist halt voll geil, wenn man irgendwie gar nichts mehr checkt. Und überrascht es nochmal. Ja, und verrückte Bosse in verrückte Locations so. Ja. Okay. Gut, Jack, wir machen, wir quatschen im Discord, wann wir wieder machen. Wir schreiben uns zusammen, wahrscheinlich, ja. Also ich könnte vielleicht Sonntag wieder. Ja, wäre perfekt lass, so. Aber lass einfach nochmal schreiben, ja? Mach mal kurzfristig aus. Okay, Freunde, dann wünschen wir euch eine gute Nacht. Schlaft's gut, danke, dass ihr dabei wart. Und danke dir, Jack, und geht vorbei bei YouTube. Jack FromSoft, der beste FromSoft-YouTuber der Welt aus Deutschland. Also bist ja gar nicht aus Deutschland, der Welt aus Österreich. Ja.
Der ist Österreich und Gatsby und dasselbe gibt natürlich auch für Lady. Der weltbeste Let's Player der Welt aus Österreich, Jack Fronzo. Jackie Boy, mach's gut. Hey, Ede, ciao, Baba, gute Nacht, Freunde, tschüss. Ciao. Der gute Jack. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Mir hat's auch Spaß gemacht, aber man sieht's vielleicht auch an meinen Augen. Guckt euch diese Augenränder an. Und ich muss morgen wieder früh raus. Deshalb mache ich jetzt Schluss. Ich bin echt im Sack.